Jetzt seid ihr gleich wieder gefragt. Ihr kennt ja mittlerweile schon unser Tool, mit dem ihr mit uns in Kontakt treten könnt, Slido. Und ihr kennt auch alle Valentin, der uns jetzt gleich erklären wird, was denn eigentlich die nächsten Fragen sind, bei denen ihr euch beteiligen könnt. Valentin. Wir machen jetzt wieder zwei Umfragen. Dazu klickt ihr einmal irgendwo hier auf Polls. Und die erste Frage wird jetzt gleich freigeschaltet. Die Frage lautet: Hast du das Gefühl, dass die Breite der Bevölkerung bereit ist, mehr gegen den Klimawandel zu machen? Das ist echt eine spannende Frage. Wie geht's denn dir damit? Wie würdest du darauf antworten? Hast du das Gefühl, dass das in der Breite der Gesellschaft schon angekommen ist? Also, ich glaube schon. Ich glaube, die Bevölkerung ist da deutlich weiter als die Politik. Wenn man zum Beispiel sich so Umfragen anguckt, wie viel Prozent der Leute sind für ein Tempolimit? Deutlich mehr als die Hälfte. Wir haben jetzt gleich einen Gast vom Bürgerrat Klima. Ich kenne da zufällig ein bisschen Hintergrundinformationen. Ich weiß, dass die auch dazu gekommen sind, zu dem Schluss, dass es deutlich mehr Klimaschutz braucht, nachdem sie einfach nur gut informiert wurden. Also ich glaube, wenn man den Leuten das Problem erklärt, dann verstehen die meisten das auch und kommen auch zu dem Schluss, dass es einfach mehr Klimaschutz braucht. Spannend, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich dir da hundertprozentig zustimmen würde. Also ich merke zwar, dass bei vielen das Bewusstsein da ist, dass Klimaschutz irgendwie relevant ist, aber diese Übersetzung darin, dann auch aktiv zu handeln, vielleicht im Wahlverhalten oder in dem eigenen, was man eben selbst tun kann, das fehlt nicht bei allen, aber bei manchen noch so ein bisschen. Und wir haben ja vorhin auch einmal, als wir mit Emma Kohler gesprochen haben, schon gehört, dass vor allem die Gespräche, die einfach vor Ort stattfinden, am Küchentisch, bei Familienfeiern, da auch wahnsinnig viel bewegen können. Und das ist auch etwas, was ihr alle machen könnt. Wir haben vorhin auch gemerkt, wir haben eine kleine Latenz zwischen dem, was hier direkt auf der Bühne passiert und wann es bei euch ankommt. Das bedeutet, wir haben vorhin nicht direkt eure Umfrageergebnisse sehen können, aber ich glaube, jetzt müssten sie allmählich da sein, oder Valentin? Wir bekommen langsam Ergebnisse rein. Die überwiegende Mehrheit, über 80% der Teilnehmerinnen, ist der Meinung, dass die Bevölkerung soweit ist. Also sie stimmen für Ja, für Nein stimmen nur 21%. Also ich glaube, die meisten Leute sind da optimistisch. Das ist doch mal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Wir haben auch noch eine zweite Frage für euch vorbereitet, die auch Valentin gleich nochmal für euch vorlesen wird. Genau, die zweite Frage ist dann etwas konkreter. Ihr erinnert euch ja vermutlich alle an Paris und das 1,5, beziehungsweise eigentlich ist es ja ein 2-Grad-Ziel. Und die Frage lautet: Glaubt ihr an das 2-Grad-Ziel? Glaubt ihr, dass wir es schaffen, unter diesen 2 Grad bleiben zu können? Da auch nochmal die Frage an dich, Valentin. Wir haben ja jetzt heute Vormittag in den Podiumsdiskussionen, in den Keynotes, im Einführungsvortrag schon sehr viele Fakten bekommen. Hast du das Gefühl, wir schaffen das 2-Grad-Ziel noch mit dem, was du jetzt so gehört hast heute? Ja, ich habe letztens auch einen Vortrag gehört, auch zu dem Thema, wo es gerade um das Thema, wir setzen uns ein Net-Zero-Datum versus wir berechnen das Budget und richten uns nach einem Budget, diskutiert wurde, weil es einfach doch ein bisschen komplizierter ist, als zu sagen, ja, 2050 sind wir klimaneutral und was bis dahin passiert, ist uns einfach egal. Also, wenn man sich den aktuellen Pfad anguckt, dann sieht es eng aus, aber das heißt nicht, dass man jetzt aufgeben muss, sondern das heißt das Gegenteil, das heißt, dass wir jetzt alles tun müssen, was in unserer Macht steht, dass wir irgendwie noch dahin kommen. Also aktuell sieht es schlecht aus, aber das heißt einfach nur, dass wir jetzt sehr, sehr, sehr hart drücken müssen. Sehr, sehr, sehr hart hinterher sein müssen. Wie sieht es denn aus? Haben wir denn schon die ersten Ergebnisse oder braucht es noch kurz? Wir haben Ergebnisse und die Leute sind ungefähr meiner Meinung. Also 60% sagen Nein und 40% sagen Ja. Also wir haben ja ein bisschen gespalten. Ganz so optimistisch sind aber nicht die meisten. Okay,
Dafür ist ja jetzt auch diese letzte Podiumsdiskussion für heute Abend da, damit wir euch noch mal viel mehr Informationen und Ideen an die Hand geben, auch nach der Workshop-Runde noch, wie ihr eigentlich aktiv werden könntet, damit wir unser 2-Grad-Ziel oder idealerweise ja sogar 1,5 mal schauen, sogar richtig umsetzen können. Dazu darf ich alle Gäste der Podiumsdiskussion schon mal hier auf die Bühne bitten, sofern sie denn da sind. Ihr seht auch hinter mir schon, ein Bildschirm ist hier aufgebaut. Zwei unserer Gäste konnten jetzt leider nicht vor Ort mit dabei sein, aber sie sind uns digital zugeschaltet und ihr seht sie dann einfach auf dem Bildschirm. Ihr dürft direkt schon hochkommen. Und die Plätze einnehmen. So, was erwartet uns denn jetzt gleich? In unserer Podiumsdiskussion haben wir viele Akteure, also Leute, die wirklich selbst schon aktiv sind, um den Klimawandel so weit wie möglich zu stoppen. Und wir möchten mit Ihnen heute darüber reden, wie genau Sie das angehen und vielleicht euch dadurch auch inspirieren, ähnliche Wege einzuschlagen oder vielleicht auch mit einer Gruppe genau das zu machen, was hier auch geht. Oder zumindest den Anreiz zu bekommen, zu merken, hey, ich kann in bestehenden Strukturen oder indem ich ganz neu denke, auch kreativ an diese ganzen Probleme, die wir haben, rangehen. Unser Motto heute Abend ist, we make change happen. Und wie genau, das diskutieren wir jetzt. Dazu darf ich euch jetzt erstmal vorstellen, wer hier eigentlich alles auf dem Podium sitzt. Wir haben einmal Robert Gampfer. Er kennt die europäische Perspektive. Er arbeitet bei der Europäischen Kommission, genauer gesagt als politischer Referent in der Vertretung Berlin, unter anderem für die Themen Klima, Umwelt und Energie. Dann direkt neben mir hier haben wir Linus Steinmetz. Vielleicht kennt der eine oder die andere den Namen ja auch schon aus den Medien. Denn Linus ist Schüler und Klimaaktivist. Und er klagte mit weiteren Personen gegen das deutsche Klimaschutzgesetz. Muss man sich auch erstmal trauen. Das Bundesverfassungsgericht gab ihm dann auch recht und er engagiert sich außerdem bei Fridays for Future und er setzt sich ein für ein Wahlrecht für Jugendliche. Dann haben wir Bruno Wipfler, er ist Mitglied der Initiative des Bürgerinnenrats Klima Stuttgart. Er setzt sich dafür ein, dass es in Stuttgart einen Bürgerinnenrat gibt, das verrät ja auch der Name der Initiative schon, und der in Klimafragen eben soweit es geht mitbestimmen kann. Und dann haben wir hier auf unserem Bildschirm zugeschaltet Ann-Sophie Henne. Sie ist ein Mitglied der Online-Redaktion und möchte da mehr Bewusstsein für Klimathemen schaffen und hat deshalb gemeinsam mit anderen Personen das journalistische Projekt Nachhaltig kritisch ins Leben gerufen. Dem Instagram-Account zu diesem journalistischen Projekt zum Thema Nachhaltigkeit folgen jetzt auch schon mittlerweile mehr als 33.000 Menschen. Also falls ihr gerade sowieso euren Tab offen habt, guckt doch da gern mal rein, was da passiert, falls ihr es nicht sowieso schon kennt. Hallo. Hallo. Wunderbar. Und ich merke auch, wir können sehr gut miteinander, ohne Latenz miteinander kommunizieren. Das freut mich sehr. Auf dem Bildschirm noch nicht zu sehen momentan ist Hendrik Schuld. Der ist eigentlich auch noch Teil unserer Podiumsdiskussion. Er ist Vorstand bei Compensators e.V., einem Verein, der über den europäischen Emissionshandel aufklärt. Er ist sicherlich auch gleich noch dazugeschaltet. Wunderbar. Ich sehe gerade mit dem Daumen nach oben aus der Technik. Ja, er ist auch dabei und kann uns hören. Hendrik Schuld ist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Wir haben uns in der Runde darauf geeinigt, wir sprechen uns mit dem Vornamen an, das freut mich sehr. Robert, daher direkt zu dir. Wir haben ja das Motto, we make change happen. Wer ist denn we? Wer muss jetzt aktiv werden? Naja, das sind tatsächlich wir alle, so wie wir ja auch immer gerne sagen, das Europa ist nicht nur einfach irgendwelche Beamten und ein paar Politiker in Brüssel, sondern Europa sind eigentlich alle hier. Also das geht eben von der europäischen Ebene, wo wir vor ein paar Monaten so würde ich sagen, deutlich verbesserte Leitlinien, Rahmenwerke, auch einen Marktmechanismus für CO2 zum Beispiel vorgelegt haben, bessere Standards, die so ein Gerüst für besseren Klimaschutz Aktionen vorgeben. Aber das muss jetzt natürlich umgesetzt werden. Das muss
von den Mitgliedstaaten, also von Deutschland zum Beispiel, umgesetzt werden. Dann in Deutschland wiederum von den Ländern, ja, Ausbau erneuerbarer Energien, das ist was, wo die Länder ganz viel machen können. Und dann geht es natürlich runter auf die lokale Ebene. Hier die Stadt Stuttgart mit ihren Bürgern, möglicherweise durch Bürgerräte unterstützt und der einzelne Haushalt, der einzelne Bürger. Also wir sind da alle irgendwie gefragt, mitzuziehen und uns da gemeinsam zu verstärken. Aber durchaus ja auch die politische Ebene. Und da würde ich gerne noch eine Frage, die vorhin eigentlich für die andere Podiumsdiskussion im Chat aufkam. Ihr dürft euch übrigens gerne auch wieder bei dieser Podiumsdiskussion aktiv beteiligen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit heute. Das bedeutet, wir können mehr von euren Fragen jetzt in diese Podiumsdiskussion mit reinnehmen. Also schreibt fleißig in den Chat und Valentin gibt uns dann nachher wieder die Fragen durch. Aber von vorhin war noch eine Frage, nämlich von Alex. Wie stehen denn die Chancen, dass fossiles Erdgas in der EU-Taxonomie als grünes Investment deklariert werden? Das wird ja gerade besprochen. Was ist denn alles grüne Energie? Fossiles Erdgas, ja, da kommen wir jetzt schon ziemlich in kontroverse Details. Also es geht darum, es ist so die Frage, ob Erdgas und übrigens auch Kernenergie, das ist so die andere Seite der Medaille, ob die in dieser EU-Investitionstaxonomie als irgendwie so nachhaltig eingestuft werden, dass sie eben, dass die EU denkt, dass Investoren ihr besonders unbedenklich Geld geben können, sozusagen. Genau, und das ist ja was, wo die politische Ebene jetzt auch tatsächlich ganz konkret handeln kann und was tun könnte. Wer genau ist das denn jetzt, die EU-Kommission oder das EU-Parlament oder der Rat? Da muss ich jetzt ein bisschen so institutionell erklären. Also es ist die EU-Kommission. Wir legen da, wird ja vermutlich in ein paar Wochen passieren, einen delegierten Rechtsakt, so eine Art Umsetzungsverordnung vor, die halt auf der Taxonomie, auf diesem Taxonomiegesetz sozusagen basiert und die im Prinzip sagt jetzt speziell, was ist mit Gas und Nuklear, was halt noch gefehlt hat in dieser Taxonomie. Das ist eben wie so eine Verwaltungsverordnung, können wir also erstmal so einfach hinlegen, aber das Parlament und der Rat, also die Mitgliedstaaten, die haben 2 Monate Zeit, um Einspruch zu erheben sozusagen. Und das kann man jetzt gerade auch schon tun? Können das auch normale Menschen wie ich jetzt zum Beispiel tun oder ist das nur auf der EU-Ebene gerade? Das kann man noch nicht tun, weil unser Vorschlag noch nicht, weil wir den noch nicht vorgelegt haben. Also die 2 Monate laufen noch nicht, mit anderen Worten. Und es ist tatsächlich so, das müssen die institutionellen Gesetzgeber tun. Also die Europaabgeordneten oder die Vertreter der Mitgliedstaaten. Also, aber der Bürger kann natürlich über diese beiden Wege da durchaus Einfluss nehmen. Okay, also wenn wir zurückkommen zu unserer Eingangsfrage, we make change happen, also in dem Fall, we wäre jetzt auch die politische Ebene. Aber es gibt ja noch weitere Leute bei we make change happen, die auch tatsächlich den Wandel mitbegleiten können. Da würde ich gerne mal wissen, wer ist denn diejenigen, die diesen Wandel eigentlich am meisten vorantreiben? Ist das die Unternehmen, ist das die politische Ebene oder ist das die Zivilgesellschaft? Ich nehme an, die Frage ging an mich, unter anderem auch als Teil der Zivilgesellschaft. Ich komme von der Initiative Bürgerinnenrat Klima Stuttgart. Ich vertrete heute Theresa, die leider krank ist. Danke aber, auch nochmal, dass du so spontan eingesprungen bist. Das war jetzt toll. Sehr gerne. Also wir sehen natürlich vor allem die Zivilgesellschaft, die handelt und eben Teile der Zivilgesellschaft, in denen ich jetzt auch unterwegs bin. Ich habe auch den Eindruck, dass, wir haben jetzt Glasgow mitbekommen, die Konferenz hat es nicht geschafft, noch nicht einmal geschafft, Ziele zu vereinbaren, sich darauf zu einigen, die für 2 Grad wirklich reichen, ganz sicher reichen. Und 1,5 Grad übrigens, kurzer Hinweis zu vorhin, der Bürgerinnenrat Klima auf Bundesebene, der angesprochen wurde, hat gesagt, 1,5 Grad hat oberste Priorität und vielleicht werde ich da auch gleich nochmal drauf eingehen, was ein Bürgerinnenrat ist. Aber genau, das klären wir gleich nochmal im Detail, das ist nämlich sehr spannend. Genau, in diesem Spannungsfeld würde ich sagen, die Politik ist es noch nicht, ist noch nicht der Treiber, der sie sein müsste. Die Unternehmen kenne ich leider viel zu wenig, da haben vielleicht andere mehr Expertise. Und die Zivilgesellschaft, da gibt es die Ansätze, aber auch hier muss, glaube ich, noch viel mehr passieren, weil wir nicht alle Menschen erreichen und da können wir, glaube ich, auch drüber reden gleich noch. Sehr, sehr gerne. Linus, was meinst du denn? We make change happen. Wer ist dieses We?
Ja, also was wir gerade ja im Grunde genommen sehen, ist, dass nicht genug Change passiert. Und ich würde mich da dir, Bruno, ganz und gar anschließen, dass wir eben sehen, auf der Straße ist unglaublich viel passiert und wir waren demonstrieren, First the Future war demonstrieren. Es gab unglaublich viele Projekte und Aktionen. Wir haben Summits und Kongresse wie diesen hier, die zivilgesellschaftlich organisiert sind. Und zur selben Zeit sehen wir eben, dass unsere Emissionen nicht zureichend sinken, dass sie global überhaupt nicht sinken. Und ich glaube, da sehen wir so ein bisschen diesen Gap, dass gerade ganz viel Change passiert von der Straße aus, von Menschen in der Zivilgesellschaft, aber dass eigentlich gerade die Gesetzgeber und die Politik eben diejenigen sein sollten, die mehr für Wandel sorgen. Und das passiert, glaube ich, gerade einfach nicht genug. Und dann wird es unsere Aufgabe, da ein bisschen nachzuhelfen. Hendrik, ich hoffe, du kannst mich jetzt gerade hören. Du hattest ja auch einmal gemeint, dass hier auch ganz besonders mehr Transparenz hilfreich wäre, damit dieser Wandel von der Straße auch in die Politik reinkommen kann. Was genau meinst du da damit? Kannst du das nochmal im Detail erklären? Kann ich gerne. Also, tut mir leid, dass ich ein bisschen spät gekommen bin. Ich habe ein bisschen technische Probleme in der Einwahl. Was ich dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich ungemein große Aufgaben vor uns haben. Also, Transformation der Gesellschaft, wir reden heute natürlich über Schwerpunkte, über Klima, aber es geht um viele andere Dinge. Das ist eine ungemein große Aufgabe, die wir alles langverlangen, als wir aufbringen können. Und wir müssen nicht von alten Strukturen sagen. Es fällt unheimlich schwer, weil diese alten Strukturen überall präsent sind, überall da, wo ich gerade entscheidet habe, die einen Einfluss. Das kann man ablesen an den nach wie vor hohen Zahlen, ja beispielsweise Subventionen in fossile Energieträger, Subventionen in fossile Infrastrukturen. Das sind in Deutschland Zahlen, die gehen 50 Jahre an. Je nachdem, wie weit man das fasst, was damit einbezogen ist, nichts. Und das ist eine Aufgabe, die wir wahrnehmen müssen, Leute darauf aufzuklären, wie intransparent teilweise diese Entscheidungen sind, sodass letztendlich leider eben noch nicht aus meiner Perspektive sagen, wie es eigentlich sein sollte, eine Person eine Stimme, sondern es geht wirklich eher noch. Euro ist der Grund, und so kommen wir in den alten Strukturen nicht weg. Okay, danke dafür. Ich habe gerade den letzten Teil nicht ganz gehört, deswegen fällt es mir gerade schwer, eine Rückfrage darauf zu machen. Anne-Sophie, ich würde gerne auch an dich noch die Frage stellen, wenn wir sagen, wir machen Wandel, dann passiert das ja häufig auch mit so einem leicht erhobenen Zeigefinger oder zumindest manchmal ist es leider noch der Fall. Was ist denn so deine Erfahrung auch aus journalistischer Sicht? Funktioniert das mit erhobenem Zeigefinger oder wie sollte man diesen Wandel kommunizieren? Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Oh, ich höre mich total doppelt. Ich hoffe, ihr hört mich nicht doppelt. Wir hören dich einfach. Alles gut. Alles klar. Versuche ich mich jetzt zu konzentrieren. Genau, ich glaube, es geht nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich glaube auch, wir müssen weg von dieser Individualkritik kommen. Das irritiert mich gerade total. Gar kein Problem. Ich hatte das vorhin hier in der Halle auch schon. Da habt ihr wahrscheinlich am Anfang gemerkt, dass ich einmal gestockt habe. Was vielleicht helfen könnte, wäre, wenn du deinen Computersound ausmachst, während du redest, dann hörst du dich nicht ganz so doppelt. Okay. Ist jetzt besser? Also wir hören dich wunderbar. Super, perfekt. Genau. Ich glaube, wir müssen weg von dieser Individualkritik kommen, weil es meiner Ansicht nach die Fronten sozusagen verhärtet, es auch nicht unbedingt was bringt. Das ist zumindest meine Erfahrung mit unserem journalistischen Projekt. Ich glaube, dass der Wandel tatsächlich, also dass es einen Systemwandel geben muss und dass es nicht unbedingt was bringt, mit dem Zeigefinger aufeinander zu zeigen und zu sagen, du bist nicht vegan, du bist ein schlechter Mensch, sondern dass wir eben eher alle zusammen dafür kämpfen sollten, dass es diesen Systemwandel gibt, den wir alle brauchen und der uns eben auch Rahmenbedingungen vorgibt, innerhalb denen wir handeln können. Ein Beispiel für eine Idee, wie dieser Wandel des Systems passieren könnte, den hattest du ja auch mal geliefert, nämlich mit der Idee, dass wir ein Wahlrecht ab 16 brauchen. Also ein bestehendes System, unser demokratisches System, einfach ausweiten, damit die Jugend hier auch eine Stimme bekommt. Warum oder woran scheitert es denn momentan? Ist das eine Idee, die auch wirklich aktiv diskutiert wird auf politischer Ebene? Bisher war das Hauptproblem daran, wieso es kein Wahlrecht ab 16 gab,
dass wir eben Parteien hatten in Deutschland und in verschiedenen Ländern, die selber eben ihre Kernwählerinnenschaft unter älteren Menschen hatten. Ich glaube, das muss man so aussprechen, und das war eben der Grund, wieso diese Parteien kein Interesse daran hatten. Also es war es konkret die Union, also die CDU-CSU im Bundestag gewesen. Die haben sich dagegen gestellt, ein Wahlrecht ab 16 einzuführen. Jetzt mit der Ampel tatsächlich passiert da etwas. Es sieht so aus, als würden wir die Möglichkeit haben, wenn sich die Mehrheiten klären, dann tatsächlich ein Wahlrecht ab 16 einzuführen. Aber wie gesagt, es gibt Parteien, die haben da eben kein Interesse dran. Und wieso wir aber ein Interesse daran haben sollten, ist, dass eben in einer Demokratie Politik für die Menschen Politik gemacht wird, die auch vertreten werden. Und junge Menschen, wenn sie nicht vertreten werden durch ParlamentarierInnen, dann wird eben auch die Politik so gemacht, dass am Ende die Resultate für uns nicht ideal sind, sondern für ältere Menschen. Mit Blick auf die Klimakrise ist es natürlich hochproblematisch, weil wir eben diejenigen sein werden, die am längsten und am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch eine Maßnahme, die gegen die Klimakrise helfen kann, wie wir unser System umbauen. Und wie würde das konkret funktionieren? Dürften dann auch schon 16-Jährige in deiner Vision gewählt werden oder dürfen sie erstmal nur wählen? Also ich bin per se dafür, dass man passives und aktives Wahlrecht immer irgendwie zusammen auch sieht. Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwer, ein Grundrecht so auf so halbgar irgendwie dann zu ermöglichen. Ich glaube, eben auch das Recht, gewählt zu werden, ist unglaublich wichtig. Und ich finde es total spannend, eine 17-Jährige oder eine 16-Jährige Person, die qualifiziert ist, im Bundestag zu sehen oder in Landtagen. Und deswegen würde ich mich dafür aussprechen. In Baden-Württemberg, einfach als Info für alle, die aus unserem Bundesland, aus dem wir hier gerade streamen, auch gerade zuschauen, gibt es übrigens das Wahlrecht ab 16 auf kommunaler Ebene. Also einfach nur der Hinweis an euch, nutzt das auch. Bei der letzten Wahl wurde es tatsächlich noch nicht so genutzt. Deswegen, da gibt es das schon und da können wir auch zeigen, hey, wir wollen mitbestimmen, wir möchten unsere Stimme auch erheben. Valentin, ich würde gerne mal kurz gucken, ob schon die ersten Fragen im Chat sind. Ich sehe einen Kopfschütteln. Also an euch nochmal der Hinweis, wir haben hier jetzt wirklich tolle AktivistInnen und Personen, die sich engagieren auf der Bühne. Und wir gehen jetzt gleich mehr ins Detail, was eigentlich die Einzelnen konkret machen. Also wenn ihr Fragen zu Einzelnen habt, stellt die gerne direkt in den Chat. Ann-Sophie, da würde ich auch gerne bei dir beginnen. Du bist ja Online-Redakteurin bei Nachhaltig Kritisch. Und kannst du einmal kurz erklären, was genau ist das denn, ein Blog, ein Social-Media-Account? Ja, Nachhaltig Kritisch ist ein journalistisches Projekt. Wir sind 2019 gestartet mit Instagram tatsächlich und es ist immer noch hauptsächlich ein Instagram-Projekt. Wir wollen uns aber perspektivisch auch so ein bisschen von der Plattform wegentwickeln. Gibt ja auch einiges daran zu kritisieren. Für uns ist es einfach trotzdem eine super Möglichkeit, super viele Leute zu erreichen und eben auch das Bewusstsein auf dieser Plattform irgendwie zu stärken. Wir haben aber auch eine Webseite und einen Podcast und ja, genau. Instagram kann man ja auch relativ genau sehen, wie alt die Zielgruppe eigentlich ist, die der Account hat. Erreicht die da jetzt hauptsächlich sehr junge Menschen oder eher so zwischen 20 bis 30? Eher zwischen 20 bis 30. Also eher sogar, glaube ich, 24 bis 35 oder so. Also quasi genau unser Alter, wie wir auch die beiden Redakteure und die Illustratoren selber sind. Ja. Ihr seid ja jetzt ein Medium, das das Klimaschutz, Klimawandel etc. als Hauptthema hat. Wie ist denn so deine Wahrnehmung da davon? Ich habe das Gefühl, viele Medien berichten immer mal darüber, wenn es Anlässe gibt, wie zum Beispiel die Klimakonferenz oder Ähnliches, aber eben nicht dauerhaft konsequent. Fehlt da vielleicht auch ein Stück weit so ein sehr reichweitenstarkes Medium, das nur dieses Thema hat? Ja, vielleicht so ein bisschen. Also natürlich verstehe ich da Medien, dass sie natürlich auch so vielseitig wie möglich berichten wollen. Trotzdem denke ich, der Klimawandel ist so ein vielseitiges Thema und auch von so starkem öffentlichen Interesse, weil es ja wirklich um unsere Zukunft geht, dass es hier eigentlich wirklich mehr Angebote in der Richtung geben könnte. Also es gibt zum Beispiel von der TAZ, gibt es die Klimataz. Ansonsten weiß ich zumindest, dass es 2019 so war, als wir gestartet sind auf Instagram, dass wir da das
unseres Wissens nach das einzige journalistische deutschsprachige Projekt waren, das sich nur diesem Thema gewidmet hat. Das würde ich auch gerne mal mit in die Runde nehmen, weil vielleicht gibt es hier ja auch noch die ein oder anderen Tipps. Habt ihr denn Tipps, wo ihr euch zu diesem Thema Klimawandel gut informieren könnt und gut informiert fühlt? Ja, also für mich ist es eigentlich ganz simpel. Ich bin tatsächlich auch überzeugt davon, so ein bisschen so ein Mix mittlerweile aus Social-Media-Kanälen, die unglaublich unterschätzt sind, wenn es um Informationen zur Klimakrise geht. Und aber eben auch Medien und deutsche Medien, die auch gut darüber berichten. Und gerade eben zum Beispiel eben die Taz Klima, aber auch die Zeit und die Süddeutsche, die haben da wirklich viele RedakteurInnen, die sich da jetzt seit einigen Jahren immer und immer mehr darum kümmern. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen das anfängt zu lesen, dann stößt man auch auf mehr auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich einfach angefangen, auch als junger Mensch mich über Twitter zu informieren. Und man stößt auf letztendlich dieselben Informationen, aber es ist interaktiver. Und wenn das einem besser passt, dann macht man das so. Okay. Übrigens, falls ihr euch auch gerade auf diesen Plattformen befindet und twittern oder über Instagram was posten wollt, Hashtag Climate Co-Action Summit, darunter findet ihr alles, was andere TeilnehmerInnen heute gepostet haben. Gibt es denn da auf europäischer Ebene vielleicht auch ein sehr gutes Medium, das englischsprachig und europaweit berichtet? Also ja, also zunächst mal stimme ich Linus zu. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, sich halt aus einer breiten Palette an Quellen zu informieren. Und ich würde auch sagen, dass so die deutschen Mainstream-Qualitätsmedien, Fernsehsender, Zeitungen da mittlerweile relativ kompetent drüber schreiben oder berichten. Und das mit Social Media, da kriegt man dann oft mehr noch so ein bisschen halt so Einzelmeinungen von Experten oder Aktivisten oder Klimapolitikern. Das ist, glaube ich, wirklich dann ein rundes Bild. Auf europäischer Ebene, naja, wir haben natürlich von der Kommission unsere Internetseite, die dann über verschiedene Politikbereiche informiert. Und da gibt es natürlich auch zu Klimapolitik. Da preisen wir nicht nur unsere Politikmaßnahmen an, sondern man kann da auch so die dahinterliegende Analyse abrufen. Also alle Gesetzesvorschläge, die wir machen, die haben ja vorherige Impact Assessments, also Einschätzungen, was die für Auswirkungen haben werden. Und das sind Dokumente, die auf unseren Seiten auch öffentlich abrufbar sind. Und das beinhaltet halt auch so eine allgemeine Analyse der Situation. Erstmal, warum braucht man denn diesen Gesetzesvorschlag überhaupt, das auf europäischer Ebene? Und wenn man sich halt dann irgendwie noch tiefer so wirklich in die Wissenschaft reinarbeiten will, dann glaube ich, sind so die Berichte und die Internetseite vom Weltklimarat, vom Intergovernmental Panel on Climate Change, kann man sich dann auch so zusammengefasst ein bisschen allgemeinverständlicher anschauen. Das würde ich sagen, ist so der Goldstandard des oder wo die Wissenschaft sich einig ist, das ist jetzt so der Stand. Ne? Okay. Ann-Sophie, das sind ja jetzt alles Seiten, auf denen du dich wahrscheinlich auch hin und wieder informieren musst, um rauszufinden, was denn eigentlich gerade so der aktuelle Stand ist. Was ist so deine Erfahrung, was funktioniert denn am besten, solche Fakten einfach nochmal sachlich aufzubereiten oder eher konkrete Geschichten über Menschen, die etwas tun, wo also auch eine Person im Vordergrund steht? Tatsächlich fokussieren wir uns auch hauptsächlich auf diese Fakten. Wir haben den Vorteil, dass wir eine ganz tolle Illustratorin haben, die das dann eben auch so ein bisschen aufarbeitet, auch schön illustriert, sodass das vielleicht sich noch ein bisschen besser für den Kanal eignet. Aber tatsächlich stellen wir sehr oft auch solche Studien und Berichte vor und versuchen das irgendwie so natürlich ein bisschen für Social Media aufzuarbeiten. Aber wir verwenden auch sehr viel Text, ich würde sagen überdurchschnittlich viel Text. Und genau, das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir da eine spezielle Community haben, aber unsere Erfahrung ist, dass eben auch die Nachfrage nach gerade nur diesen Fakten auch einfach da ist. Gibt es ja öfter mal diesen, in Anführungsstrichen, Vorwurf im journalistischen Bereich, dass wenn man viel über den Klimawandel berichtet, das dann auch schnell in so eine aktivistische Richtung abdriftet und man nicht mehr rein sachlich, und Journalisten sollten ja so objektiv und sachlich wie möglich sein, dass es dann so ein sehr schmaler Grat ist, den man leichter überschreitet, wenn man über klimapolitische Themen berichtet. Ist das ein Vorwurf, mit dem ihr auch schon konfrontiert worden seid?
Tatsächlich konfrontiert noch nicht. Trotzdem ist es ein Aspekt, mit dem wir uns sehr oft auseinandersetzen. Aber das Lustige, ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht, und im Endeffekt muss man gar nicht aktivistisch sein. Also es reicht ja völlig aus, nur wissenschaftliche Fakten wirklich darüber zu berichten. Und das reicht ja schon völlig aus. Natürlich berichten wir jetzt nur über Nachhaltigkeit. Allein das könnte vielleicht schon als aktivistisch betrachtet werden. Aber tatsächlich versuchen wir schon darauf zu achten, so objektiv und differenziert wie möglich auch einfach nur diese wissenschaftlichen Ergebnisse zu präsentieren. Und das ist ja meiner Meinung nach schon noch Journalismus, definitiv. Ja. Für alle, die gerade zugeschaltet haben, wir besprechen jetzt gerade sehr detailliert die einzelnen Projekte, die unsere Podiumsgäste mitbringen, in denen sie sich selbst engagieren. Und bei dem Blog Nachhaltig kritisch, wie ist es denn da? Könnten jetzt einzelne Menschen sich hier bei euch einfach melden, dass sie mitmachen wollen, oder seid ihr schon ein festes Team? Tatsächlich merken wir gerade, also wir machen alle drei noch Hauptjobs, wir finanzieren uns nicht dadurch, weil wir auch keine Werbung dort schalten. Das heißt, wir merken gerade ganz stark, wir brauchen tatsächlich Unterstützung. Das kann einerseits Hilfe mit unserer Webseite sein, die wir gerade so ein bisschen umstrukturieren wollen. Das kann aber auch immer eine Idee für einen Artikel sein. Das bekommen wir auch ganz oft, finden wir auch super. Es kann aber auch ganz konkret mal ein Gastartikel sein. Also da sind wir eigentlich sehr offen und freuen wir uns auch über jegliche Hilfe. Wunderbar, dann haben wir ja schon eine gute Möglichkeit, wie man aktiv werden kann. Und wir sehen ja auch an dem Beispiel, dass einfach faktenbasierter Journalismus und Informationen gut aufbereiten zum Thema Klimawandel gut funktioniert und auch auf eine große Reichweite stößt. Jetzt ist ja euer Hauptmedium Instagram und da sind ja die Debatten noch nicht ganz so polarisierend wie beispielsweise auf Facebook oder manchmal auch auf Twitter, aber wie bekommt ihr da jetzt auch schon Nachrichten von KlimaleugnerInnen oder ist da die Debatte noch relativ zivilisiert? Wie erlebst du das? Ja, es sind entweder Leute, die sehr aktivistisch aktiv sind und die dann quasi irgendwie kommentieren, ja super, genau meine Meinung, oder es sind wirklich Leute, die das Klima leugnen und die dann auch gezielt nach diesen Hashtags suchen. Tatsächlich ist die Filterblase auf Instagram oder auch generell auf den sozialen Medien so, dass man eigentlich diese Inhalte nicht angezeigt bekommt, deren Meinung man auch nicht ist, was ja definitiv auch ein Problem ist. Von daher sind das schon größtenteils Menschen, die sich für das Thema sehr interessieren oder eben Menschen, die eben leugnen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und die dann so ein bisschen trollen. Das würde ich auch gerne mal noch mit in die Runde nehmen, denn wenn man sich zum Thema Klimaschutz engagiert und da auch in der Öffentlichkeit präsent ist, wie erlebt ihr das denn? Bekommt ihr da teilweise Hassbotschaften oder Konflikte mit Klimaleugnerinnen oder ist die Debatte, die euch entgegenschwingt, da relativ zivilisiert und wohlgesonnen? Fangen wir gerne mal bei dir an, Robert. Ach ja, die ist eigentlich schon relativ zivilisiert in den Kontexten, wo ich mich jetzt so bewege. Jetzt muss man vielleicht auch mal sagen, dass ich arbeite ja hier in der Vertretung in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland ist das Bewusstsein und für den Klimawandel und für die Notwendigkeit, etwas zu tun, auch relativ stark ausgeprägt. Das ist in anderen europäischen Ländern sicher nicht so. Da ist die Debatte dann, glaube ich, auch mal schärfer. Und hier ist das ja dann auch sehr häufig so politisch mit ganz bestimmten extremen politischen Richtungen verschränkt. Wer da irgendwie Klimaskeptiker oder Klimawandelleugner ist und das hat er gesellschaftlich so nicht in der Breite Anerkennung. Also klar, wir bekommen da auch manchmal irgendwelche extremen E-Mails oder so und wir sind ja verpflichtet, die zu beantworten, solange die nicht irgendwie extrem beleidigend sind. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, also okay. Wir kommen da ganz gut damit zurecht. Das klingt ja jetzt erstmal ganz positiv, dass wenn man sich dafür engagiert, man jetzt auch keine Angst haben muss, da irgendwie besondere Kritik ausgesetzt zu sein. Erlebst du das auch so, Bruno? Ich denke, es kommt sehr darauf an, wo man sich hinbewegt. Mhm. Also meine Initiative hat Unterschriften gesammelt für einen EinwohnerInnenantrag. Da sind wir natürlich auf die Straße gegangen und ich würde das, glaube ich, auch ganz gerne jetzt einbringen. Wen erreichen wir eigentlich mit unseren Themen? Und ich finde, das ist wahrscheinlich eine Frage, die ihr euch bei dem Blog besonders stellt, im journalistischen Kontext. Wir uns natürlich auch. Und auf der Straße, wenn man den Menschen sagt, ja, wir sammeln hier Unterschriften für einen BürgerInnenrat,
Dann horchen manche auf, manche sagen, ah, Politik, winke ich ab. Und dann zum Thema Klima. Und dann kriegt man manchmal schon den ein oder anderen feindseligen Kommentar. Und ich würde sagen, das ist nicht ungewöhnlich. Linus, wie ist es dir da ergangen? Also dafür, dass ich eben lange aktiv bin, auch dass wir irgendwie als Voice Future relativ irgendwie radikale Positionen vertreten, ist es mir noch verhältnismäßig gut gegangen. Also ich hatte nie das Gefühl, Angst haben zu müssen für meinen Aktivismus oder wenn ich auf der Straße stehe, da irgendwie auf meine eigene Sicherheit groß zu achten. Aber wie gesagt, ich bin auch da in einer privilegierten Position, weil ich durch meine Identität Menschen auch nicht grundsätzlich erstmal skeptisch stimme. Ich sehe halt auch prinzipiell aus wie der gut erzogene Gymnasiast von nebenan. Und ich kenne aber eben auch Menschen, auch bei Fridays for Future, auch in der Klimabewegung, die nicht so aussehen, die dieselben Positionen vertreten wie ich und gerade eben auch weibliche Personen. Und die müssen ganz oft auch im Internet mit Anfeindungen leben. Und ich glaube, das ist auch was, worüber wir uns bewusst sein müssen und wo wir dann auch, oder ich als Mensch, der das eben nicht so erlebt, solidarisch sein müssen. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Und ich würde jetzt gern, wir waren ja gerade noch hauptsächlich bei Ann-Sophie, einmal kurz fragen, gibt es denn mittlerweile Fragen konkret an Ann-Sophie? Ja, wir haben eine Frage, die ich mir auch schon häufiger gestellt habe. Und zwar hat man häufig das Problem, wenn man gerade über das Thema Klima redet, dass man so ein bisschen immer zu den gleichen Leuten redet. Du hast vorhin schon das Wort Filterblase erwähnt. Und die Frage wäre jetzt, wie kann man denn seine Reichweite über diese akademische oder woke Blase hinweg ausweiten? Ja, ist total schwierig. Also ist ein Thema, mit dem wir uns auch oft auseinandersetzen. Und auf Instagram ist es tatsächlich fast unmöglich, weil wir merken, ab und zu machen wir auch mal politische Sachen, ab und zu auch mal was über die neue Rechte oder so. Und da merken wir einfach, zack, da entfolgen uns jetzt super viele Menschen, die sich jetzt nie wieder mit uns auseinandersetzen müssen, weil sie sich eben mit einem Klick entschieden haben, dass sie das jetzt nicht mehr wollen. Und dadurch kreiert man sich natürlich immer mehr so eine Blase an Menschen, die genau das Gleiche denken, die für genau das Gleiche einstehen. Und das kann natürlich motivierend sein und irgendwie einem auch Halt geben, aber es ist natürlich im Endeffekt nicht ganz da, wo wir hinwollen. Weil natürlich möchte man auch Menschen erreichen, die jetzt vielleicht noch gar nicht so in der Thematik drin sind. Und das ist auf jeden Fall ein Problem von Social Media, das sie lösen konnten, ganz ehrlich. Die Frage würde ich auch gerne an Hendrik weitergeben, denn ihr habt ja ein durchaus sehr komplexes Thema, in dem ihr über den Emissionshandel aufklären wollt. Ich vermute mal, da ist es auch schwer, Leute zu erreichen, die vielleicht nicht einen akademischen Hintergrund haben. Oder welche Erfahrung hast du da gemacht? Ja, korrekt. Das ist die Herausforderung. Also unsere Kommunikation ist immer eine Gratwanderung zwischen Zugänglichkeit und Komplexität. Und die Komplexität ist eigentlich notwendig, auch in der Beschreibung des Ganzen, um dem System gerecht zu werden, um korrekt beschreiben zu können, was man tun kann, worum es geht. Aber natürlich springen dann viele Leute ab, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist, dieses ganze Themenfeld zu durchdringen. Und wir versuchen gerade zum Beispiel das mit einer spielerischen Herangehensweise zu lösen, indem wir beispielsweise ein Planspiel entwickeln zum europäischen Emissionshandel. Das kann man dann den Pädagogen zum Beispiel in der Sekundarstufe 2 mit an die Hand geben. Dann könnten sie das mit ihren Schülern beispielsweise mal durchprobieren. Auch da kann man in einem Planspiel unterschiedliche Komplexitätsebenen mit einweben, wo man dann entweder eine vereinfachte Variante spielt oder sich dem System eben nicht ziemlich, ziemlich stark annähert. Das muss man einfach sehen. Aber prinzipiell ist es einfach auch schon, was schon immer unsere Arbeit begleitet hat, also seit 2006. Wir haben eigentlich zuallererst mal eine Zielgruppe, die sehr gut informiert ist, sonst würde sie uns gar nicht kennen. Denn wir haben einfach nicht die Ressourcen, große Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, bisher zumindest. Und deshalb ist es bei uns eigentlich, werden keine Debatten über Klimawandel, gut, schlecht, dergleichen wird nicht geführt. Es geht dann wirklich um die thematische Auseinandersetzung mit dem Emissionshandel oder unsere Methodik in Abgrenzung zu diesen klassischen Kompensationsanbietern. Also was unterscheidet uns da, wo sind unsere Vorteile und dergleichen. Insofern kann ich jetzt vielleicht gar nicht so viel beitragen zu dieser allgemeinen Diskussion, wie erzeugt man irgendwie ein Bewusstsein für den Klimawandel unter unseren Mitmenschen. Wir denken eben, dass auch das Thema ist so wichtig und das Instrument, was wir zum Beispiel haben durch den europäischen Emissionshandel,
ist potenziell eben sehr stark. Und deshalb lohnt es sich auch in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Und das finden wir eben einfach gerade raus im Rahmen unserer Bildungsarbeit, wie das am besten gelingt. Und damit setzen wir uns auch gleich nochmal im Detail auseinander. Ich wollte jetzt noch einmal kurz an Valentin gucken. Haben wir noch weitere Fragen an Ann-Sophie? Ja, wir hätten noch eine Frage. Und zwar eine Frage, die ich auch ein bisschen schwierig finde. Hier fragt Lana, die Berichterstattung zum Thema Klima ist ja überwiegend negativ, weil es einfach sehr viel Negatives zu berichten gibt. Aber ist das nicht auch unter Umständen mal ein Problem und müsste man nicht auch gelegentlich von positiven Beispielen berichten? Vielleicht nicht unbedingt, um hier eine False Balance aufzubauen, aber zumindest damit die Leute nicht die Hoffnung aufgeben oder in Resignation versinken. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also wir machen das mal, aber wir bemerken bei uns selbst auch, dass es natürlich, wie übrigens generell in der öffentlichen Berichterstattung, eben man sehr stark dazu tendiert, die Probleme aufzuzeigen. Was wir dann manchmal versuchen, ist, wenn es Lösungsansätze gibt, die irgendwie auch valide sind, dass wir die versuchen mit zu thematisieren. Natürlich geht das nicht immer. Trotzdem ist das eine Richtung, wo wir tatsächlich in Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr hingehen wollen. Trotzdem finde ich es auch schwierig zu sagen, naja, wir machen jetzt, also so ist die Frage sicherlich auch nicht gemeint, aber wir machen jetzt ein bisschen Feel-Good-Content, dass wir uns alle nicht so schlecht fühlen, weil die Faktenlage ist nun mal leider so, dass sich ganz, ganz viel tun muss. Und das erreicht man vielleicht auch eher dadurch, dass man die Probleme auch offen anspricht und sich dann nicht irgendwie größtenteils damit beschäftigt, die positiven Sachen hervorzuheben. Das ist meine Meinung. Gibt's ja bestimmt auch andere Meinungen. Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt ja einmal durch Ann-Sophie die Perspektive schon mitbekommen von denjenigen, die auf das Problem von oben drauf schauen, die journalistische Perspektive. Jetzt würden wir gerne mal reingehen in die Perspektive derjenigen, die versuchen daran etwas zu ändern. Bruno, ich komme zu dir. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gehört, du möchtest einen BürgerInnenrat hier in Stuttgart gründen, beziehungsweise gucken, dass dieser entstehen kann. Was genau ist denn ein BürgerInnenrat für alle, die den Begriff noch nicht kennen? Erstmal, das bin natürlich nicht nur ich. Also wir sind eine Initiative von mindestens 15, eher über 20 Menschen, mal mehr, mal weniger aktiv, die das seit jetzt eigentlich über einem Jahr vorantreibt. Und zu der Frage, ein BürgerInnenrat, das ist eine Zusammensetzung, eine Ansammlung von BürgerInnen, die werden zufällig ausgelost, um gemeinsam über ein Thema zu debattieren. Das muss ich gleich sagen, der Begriff ist jetzt nicht fest definiert, aber das ist diese Art von BürgerInnenräten, die sich in der letzten Zeit durchgesetzt hat. Die bekommen Input-Vorträge von ExpertInnen, die werden moderiert, sodass auch alle Menschen, die dort dabei sind, die Möglichkeit haben, mitzusprechen, ihre Stimme Gehör zu verschaffen. Und am Ende werden meistens Empfehlungen gegeben. Und wichtig, der BürgerInnenrat ist nicht selbst das Gremium, was entscheidet, sondern der BürgerInnenrat übergibt seine Empfehlungen an die Politik, die dann aber rechenschaftspflichtig ist. Also die Politik, die sollte dann darauf antworten, sonst wird es irgendwann seltsam und man fragt sich, woran liegt das eigentlich? Genau. Der Bürgerinnenrat hat jetzt selbst keine Entscheidungsgewalt, sondern nur eine Empfehlungsmöglichkeit. Ja, mir ist kein Bürgerinnenrat bekannt, der selbst Entscheidungsgewalt hat. Okay, das heißt, es ist jetzt auch kein zusätzliches Parlament oder etwas Ähnliches, sondern es geht darum, möglichst gute Vorschläge zu debattieren. Aber letztlich liegt das doch alles schon auf dem Tisch, oder? Und die Politik setzt das nicht um. Was kann denn da ein BürgerInnenrat konkret ändern? Ja, also unsere Initiative hat sich gegründet aus dieser Überzeugung, dass es einen Beitrag zu geben gibt, zu der Debatte. Und zwar bekommen wir öfter auch in Gesprächen mit PolitikerInnen zu hören, vielleicht kannst du das bestätigen, Linus. Mhm. Wenn wir das machen, das akzeptieren die Menschen doch gar nicht. Die Menschen, das ist dann immer sehr unbestimmt. Klar, es gibt Umfragen auch von der Europäischen Kommission, die was anderes sagen. Die sagen also Klimaschutz, ja, würde man eigentlich, 2019 waren es mal 80% der Menschen befürworten in Europa.
Genau, aber dieses Argument bekommt man. Mhm. Und dass einen BürgerInnenrat zu veranstalten, heißt im Prinzip, wir lassen BürgerInnen, die in ihrer Summe repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind, weil sie eben zufällig ausgelost werden, auch mit besonderen Kriterien, damit sie repräsentativ sind. Diese Menschen lassen wir debattieren und der BürgerInnenrat sagt uns am Schluss, was würden denn Menschen wie du und ich, was würden die denn eigentlich sagen, wenn sie die Zeit hätten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist dieser Beitrag, den sonst eigentlich kein Gremium leisten kann, was ich kenne. Also wir können viel darüber reden, ja, die Menschen akzeptieren es jetzt nicht, aber was ist denn okay. Erstens, ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch spannend, dass das ja zufällig gelost werden soll, denn wir haben ja häufig das Problem, dass sich eher diejenigen, die sowieso in privilegierten Positionen befinden, äußern zu Themen und auch eher diejenigen sind, die gehört werden. Welche Möglichkeiten gibt es denn da auf europäischer Ebene, sich in irgendeiner Form einzubringen als normale BürgerInnen abseits der Wahlen? Gibt es da auch schon so etwas wie einen BürgerInnenrat? Also, es gibt verschiedene Sachen. Ich versuche mal, das ganz schnell zu machen. Ich fange mal mit den Basalen an. Also es gibt einmal die Konsultationsverfahren, die wir vor und während jedem Gesetzgebungsprozess machen. Das sind so Online-Feedback-Möglichkeiten. Da kann im Prinzip jeder einzelne Bürger teilnehmen. Ist natürlich oft so, dass da dann irgendwie die organisierte Zivilgesellschaft teilnimmt, also Verbände, NGOs und so weiter, die dann im Prinzip die Stimmen von einzelnen Bürgern mit gleichen Interessen bündeln. Das ist natürlich auch sinnvoll so. Aber da kann auch jeder Einzelne seine Meinung abgeben. Und das fließt in die Vorbereitung unserer Policy-Vorschläge ein. Und das ist sehr wichtig. Dann gibt es die Europäische Bürgerinitiative, das ist so eine Art Petitionsmöglichkeit. Man muss eine bestimmte Anzahl Unterschriften sammeln aus mindestens 4 verschiedenen Mitgliedstaaten, um sicherzustellen, dass das europaweit ein einigermaßen breites Interesse hat. Und wenn man diese Schwellen überschreitet, dann muss die Kommission dieses Anliegen behandeln und entweder eine Gesetzesvorlage dazu ausarbeiten oder eben erklären, sich rechtfertigen, warum sie denkt, dass sie das nicht tun sollte. Das sind so die allgemeinen Möglichkeiten. Dann haben wir jetzt momentan, so bis Mitte nächsten Jahres noch, ja die Konferenz zur Zukunft Europas. Das ist, ja, da geht es eben genau darum, Bürgern, individuellen Bürgern, Gruppen von Bürgern eine Stimme direkt zu den europäischen Einrichtungen zu ermöglichen. Gibt es eine Online-Plattform, haben wir ja heute im Laufe des Nachmittags auch schon davon gehört bei mehreren Workshops. Und natürlich auch so einen Dialog untereinander da zu führen. Und zu dieser Konferenz gehören aber tatsächlich auch so Bürgerräte, die ziemlich genau nach diesem Muster, wie Bruno das gerade erklärt hat, ausgewählt werden. Der erste hat vor ein paar Wochen in Straßburg getagt, so parallel zur Europäischen Parlamentsplenarsitzung. Und die können dann eben auch Empfehlungen ausarbeiten, die das Europäische Parlament dann und auch die Mitgliedstaaten im Rat dann beachten müssen. BürgerInnenräte in diesem Rahmen, das ist ja schon mal ein schöner Fortschritt. Hier in Stuttgart gibt es die aber ja jetzt momentan noch nicht. Woran hakt es denn momentan? An welchem Punkt seid ihr mit eurer Initiative? Es gibt durchaus kleine BürgerInnenräte, aber eben noch nicht zum Thema Klima. Genau. Das war uns ein wichtiges Anliegen. Woran hakt es? In dem Fall ist es einfach so, es gibt natürlich das nicht vorgeschrieben. Also die Kommunen müssen das nicht machen. Immerhin dürfen sie es in Baden-Württemberg inzwischen per Gesetz machen. Da gibt es extra ein Beteiligungsgesetz dafür, dass diese Zufallsauswahlen ermöglicht. Mhm. Genau, in dem Fall ist es einfach so, der Prozess ist noch nicht weit genug fortgeschritten. Im Dezember wird der Gemeinderat in Stuttgart darüber entscheiden. Sie haben jetzt Unterschriften gesammelt, dass diese Initiative eben sagt, wir möchten diesen Rat und die jetzt übergeben und darüber wird jetzt dann entschieden. Genau, das wird im Dezember hoffentlich und ich gehe auch davon aus, tatsächlich entschieden, weil fast alle Fraktionen einen gemeinsamen Antrag mit demselben Inhalt dann geschrieben hatten nach unserer Initiative.
Und genau, also ich gehe davon aus, dass es den geben wird. Und übrigens auch in 30 anderen Städten in Deutschland gibt es solche Initiativen. 30? Ja, okay, nochmal nachgezählt also das vorhin. Wäre jetzt auch etwas, was grundsätzlich für alle, die gerade zugucken und die Interesse haben an so einem Format, skalierbar wäre. Man braucht nur, so wie ich dich jetzt gerade verstehe, die ausreichenden Unterschriften, um das einzugeben. Oder ist das jetzt nur speziell in Stuttgart so? Also diese EinwohnerInnen-Anträge sind ein Weg, den Gemeinderat dazu zu bewegen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Die ist relativ niederschwellig. Ein BürgerInnen-Antrag würde natürlich auch gehen, dass man danach dann selbst vielleicht direkt entscheiden kann. Oder man spricht PolitikerInnen an und sagt, wollt ihr nicht? Das geht auch. Also das muss man austesten und vielleicht auch mal strategisch besprechen mit anderen Menschen, die da aktiv sind. Okay, Linus, das wäre jetzt eine Methode, abseits der bestehenden Strukturen, denn BürgerInnenräte sind ja jetzt noch nicht in einem Gesetz festgeschrieben, wie genau die aufgebaut sind, welche Entscheidungsbefugnisse sie haben. Was hältst du denn davon, diese neue Struktur einzuführen? Glaubst du, das ist zielführend? Ja, also ich glaube eben, das Urproblem, das wir identifiziert haben, zu Anfang der Diskussion war, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Meinung von BürgerInnen auf der Straße und der Überzeugung, dass wir was machen müssen und dass wir eben auch schon tatsächlich jetzt anfangen müssen zu handeln und eben der politischen Realität und der Realität von dem, was gerade an politischen Maßnahmen beschlossen wird. Und es gibt ganz verschiedene Methoden, wie man das zusammenbekommt. Es gibt die Methode Klagen, um irgendwie so ein bisschen halt einzelne Stimmen da mehr Gehör zu verschaffen. Es gibt aber eben auch die Methode, BürgerInnenräte einzuführen, um eben klarzumachen, dass eine breite Mehrheit unserer Gesellschaft für mehr Klimaschutz ist und dass sie, wenn sie sich mit den Details auch auseinandersetzen, merken, dass das durchaus auch möglich ist. Und deswegen glaube ich, dass BürgerInnenräte ein total gutes Mittel sind, um so ein bisschen klarer nochmal Menschen zu vertreten, weil die Klimakrise ist einfach in der Art und Weise, wie wir sie behandeln, ein sehr, sehr technisches Thema. Und viele Menschen denken dann eben, ja, ich will prinzipiell was machen, aber ich höre dann immer nur was von irgendwie Autoverboten so und ich höre nur etwas von Dingen, die mir selber schaden. Und sobald man Menschen eben auch direkt ermöglicht zu sehen, was sie selber machen können, was ihnen selber nicht schadet, ich glaube, dann lässt sich da viel machen. Deswegen bin ich da auch ein Fan von. Ja. Eine Möglichkeit, wie man das machen kann, hören wir auch gleich noch von Hendrik im Detail. Aber ich würde jetzt gerne einmal in den Chat gucken. Gibt es denn Fragen speziell zum Thema BürgerInnenräte? Ja, es gibt eine Frage und zwar, du hast ja gesagt, die BürgerInnenräte werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Das würde ja aus der Filterblase, von der wir vorher gesprochen haben, rausführen. Glaubst du, das wird ein Problem, die Leute dazu zu motivieren, da mitzumachen? Ja, dazu gibt es aber auch schon tatsächlich lange Erfahrungen. Also in Deutschland seit den 1970er Jahren gibt es Erfahrungen, wie man Menschen mit Zufallsauswahl ja auch davon überzeugt, an sowas mitzumachen. Mit diesen Erfahrungen kann man arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, natürlich viel mehr Menschen anzuschreiben und einzuladen, auch in einfacher Sprache, auf verschiedenen Sprachen, Obdachlose zum Beispiel auch mal direkt aufzusuchen, die man ja nicht anschreiben kann. Genau, diese Möglichkeiten gibt es in der ersten Schritt. Dann kann man auch sagen, wir wollen aber, dass unser Rat eben ungefähr die Gesellschaft abbildet, 50-50 nach Geschlechtern aufgeteilt ist ungefähr. Und wenn man diese Kriterien anlegt und dann wiederum durch Zufallsauswahl diese verschiedenen Kategorien auffüllt, schafft man es auch dafür zu sorgen, dass am Schluss in diesem BürgerInnenrat alle Perspektiven ungefähr repräsentativ vertreten sind für die Bevölkerung. Und man kann auch noch die Menschen besuchen und versuchen, sie zu überzeugen, ihnen zu erklären, warum das wichtig ist. Genau, also da gibt es viele Ansätze und ich finde, wenn man die alle zusammennimmt, kommen wir bei einem guten Ergebnis raus. Das waren jetzt erstmal die Fragen, so wie ich dich sehe, Valentin. Wunderbar. Dann haben wir ja jetzt schon zwei sehr spannende Perspektiven bekommen. Einmal die Perspektive, bei der man sagen kann, okay, wir erklären Fakten, wir erklären die Dokumente, die Robert ja zum Beispiel vorhin genannt hat, was es alles gibt. Wir haben die Perspektive von, wir machen was ganz Neues, wir machen BürgerInnenräte, beziehungsweise ganz neu, also zumindest auf deutscher Ebene ist es ja ein bisschen schon getestet und zeigt ja auch schon Wirkung. Und wir haben die Möglichkeit, in bestehenden Strukturen etwas zu machen, denn es gibt ja den Emissionshandel. Ein Thema, das sehr kompliziert ist,
Und das zu erklären, das ist ja eine Aufgabe, die du dir auf die Fahnen geschrieben hast, Hendrik. Kannst du mal kurz, einfach nicht lang, aber so für alle, die jetzt da im Thema nicht ganz tief drin sind, umreißen, Emissionshandel, was war das nochmal genau, wie funktioniert das? Ja, kann ich gerne probieren. Das ist das zentrale Klimaschutzinstrument Europas. Seit Anfang der 2000er Jahre gibt es das und es regelt, wie viel Emissionen einzelne Kraftwerke und Anlagen ausstoßen durch ein Jahr. Diese Kraftwerke und Anlagen fallen eben per europäischer Gesetzgebung unter den Emissionshandel, die haben also keine Wahl. Dieser europäische Emissionshandel deckt uns ungefähr die Hälfte aller Emissionen Europas ab. Und die Kraftwerks- und Anlagenbetreiber, die da mitmachen, entstammen den energieintensiven Industrien, also der Energieerzeugung, der Zementerzeugung, Stahlverhüttung und Ähnlichem. Und die müssen für jede Tonne Emission, die sie verursachen, ein Zertifikat erwerben, zahlen also Geld dafür. Und die Idee ist, dass jedes Unternehmen immer abgleichen wird, was ist betriebswirtschaftlich die vorteilhaftere Möglichkeit. Entweder ich vermeide die Emissionen, indem ich zum Beispiel einen alternativen Treibstoff verwende oder eine Filteranlage installiere oder Ähnliches, oder aber ich kaufe das Zertifikat. Also da gucke ich immer auf den Zertifikatpreis und wäge dann ab, welche Möglichkeit ist eben die günstigere. Und diese Zertifikatpreise sollen über die Zeit hinweg ansteigen, sodass der Anreiz für die Unternehmen immer größer wird, in erneuerbare Technologien und Produktionsweisen zu investieren. Und der Zertifikatpreis steigt an, weil die Menge der verfügbaren Zertifikate immer knapper wird über die Zeit hinweg. Also gerade im Gegensatz zu einer CO2-Steuer beispielsweise, wo ein Preis auf eine Tonne CO2 festgeschrieben wird, wird es beim Zertifikatehandel anders gemacht, da wird eine Obergrenze formuliert. Das nennt man dann CAP, also über die gesamte Zeit hinweg bis 2050 und dann auch in jedem einzelnen Jahr gibt es eine Obergrenze für zulässige Emissionen. Die Unternehmen decken sich mit den Zertifikaten ein und dürfen dann emittieren. Insgesamt wird aber sichergestellt durch eine Abschmelzen der Obergrenze, dass wir eben Stück für Stück in diese Klimaneutralität steuern sollen. Okay, das klingt für mich jetzt aber, du hattest ja jetzt gerade viel gesagt, mit Unternehmen, politischer Ebene, erstmal nach nichts, wo ich als einzelne Akteurin oder als einzelner Akteur irgendwie aktiv werden kann. Wie genau kann denn die Zivilgesellschaft jetzt dieses Instrument nutzen für mehr Klimaschutz? Durch Compensate, das durch Organisationen wie Compensate, das die eben sozusagen einen zivilgesellschaftlichen Zugang zu diesem System schaffen, denn völlig korrekt, eigentlich ist es Unternehmen vorbehalten. Und wir haben aber eine Möglichkeit, also wir dürfen als zivilgesellschaftlicher Akteur so ein Emissionshandelskonto führen. Wir dürfen dann Zertifikate kaufen und verkaufen. Das ist ein ganz normales Wirtschaftsgut. Und das machen wir. Wir kaufen diese Zertifikate mit Spendengeldern, die wir vorher einsammeln und legen diese Zertifikate dann still. Das heißt, wir ziehen sie aus dem Verkehr. Sie stehen also den Unternehmen nicht mehr zur Verfügung. Sie können sie nicht mehr einreichen, um ihre Emissionen abzudecken. Also haben sie sozusagen gar nicht mehr die Möglichkeit auszuwählen. Sie müssen Emissionen reduzieren. Das in aller Kürze, das ist auch das wiederum ziemlich komplex. Aber indem wir das eben machen, sorgen wir dafür, dass sozusagen diese Obergrenze, von der ich vorher redete, ein bisschen kleiner wird. Also man kann sagen, indem man seine Emissionen mit Compensators kompensiert oder eben Geld an uns spendet, steigert man die Ambition des europäischen Emissionshandels und damit sozusagen auch der Klimaziele Europas. Compensators, das ist ja der Verein, in dem du aktiv bist. Das, was du gerade beschrieben hast, ist aber ja nur einer von drei Pfeilern, die ihr macht. Was sind denn die anderen beiden Dinge, die ihr auch noch macht? Genau, also zurzeit sind wir wirklich sichtbar mit diesem Angebot der Kompensation. Das andere, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, ist Bildungsarbeit. Es wissen einfach viel zu wenig Leute, wie dieses zentrale Klimaschutzinstrument ausschaut, wie es funktioniert, wie es funktionieren soll und wie es auch noch besser funktionieren kann. Das gehen wir eben mit der Bildungsarbeit an. Und die dritte Kerntätigkeit ist Öffentlichkeitsarbeit, Campaigning. Denn das mit diesem Kompensieren, das ist ein Narrativ, den wir anbieten, ne? Kompensiere deine Emission. Der andere Narrativ ist, kommt, wir sammeln jetzt alle mal Geld und kaufen der europäischen Industrie die Zertifikate weg, dass sie einfach ein bisschen grüner wird. Und dieser Narrativ geht auch so ein bisschen in die aktivistische Richtung, die wir dann mit dem Campaigning verfolgen. Denn letzten Endes ist das Kompensieren von Emissionen, kann man schon machen. Ne? Wir reden ja auch über dieses Individuelle, was kann das Individuum tun? Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man tun kann. Aber letzten Endes ist es im Moment noch überhaupt nicht ausschlaggebend. Also weltweit wurden im letzten Jahr über alle Kompensationsmethodiken, alle Länder hinweg ungefähr 100 Millionen Tonnen kompensiert. Ne? Das ist natürlich ein Klack. Also im gleichen Zeitraum hat Deutschland über 700 Millionen Tonnen emittiert in einem Jahr. Also man sieht auf jeden Fall, dass das alleine nicht dafür sorgen wird, dass wir irgendeine Art von Transformation bewerkstelligen. Das kann vielleicht dabei helfen, aber wirklich wichtig, um das zu initiieren, sind starke politische Impulse. Und da ist es natürlich irgendwie naheliegend, dass wir sagen, naja, als kompensiert, dass wenn die Leute eh schon mal wirklich eine Zahlungsbereitschaft Ausdruck geben, indem sie wirklich Emissionen stilllegen,
Da gehen wir doch einen Schritt weiter und produzieren damit ein politisches Signal. Und das ist eben Kern dieser Öffentlichkeitsarbeit. Das haben wir in der Vergangenheit stärker betrieben. Wir haben jetzt den Verein gerade umgestellt und müssen das in Zukunft auch wieder ausrollen. Haben einfach viel zu wenig Leute, um das zu machen. Also auch hier vielleicht gerade der Aufruf, falls jemand eben Lust hat, um sich zu engagieren für einen ambitionierteren Emissionshandel, wer Lust hat, darüber viel zu lernen, wie das funktioniert, was man da machen kann, der ist bei uns genau richtig, kann sich gerne melden. Wir brauchen dringend Hilfe. Und das ist dann genau die dritte Kernaktivität, die wirklich, wirklich wichtig ist, weil ja, weil unsere Meinung eben ist, die individuelle Handlung ist auch wichtig und gut, aber was es wirklich braucht, ist eben also sozusagen ja, den Systemwechsel. Also nicht Wechsel, aber eben die Veränderung im System. Falls ihr dazu jetzt noch Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat, zu denen kommen wir gleich. Robert, jetzt wollte ich aber gerne als EU-Vertreter auch ein Stück weit deine Meinung dazu hören. Jetzt wird ja hier eigentlich ein System, das für Unternehmen gedacht ist, in Anführungsstrichen ausgetrickst und zivilgesellschaftlich auch genutzt. Wie stehst du denn zu der Idee? Also positiv. Sollte man nicht so sehen, dass das System ausgetrickst wird. Klar, dass das ursprünglich ist es so gedacht, dass der Anreiz halt einfach nur durch den abnehmenden Cap und diesen Handelsmechanismus den Preis hochtreibt und dadurch einen Anreiz für Unternehmen bietet, auf emissionsärmere Technologien umzustellen. Aber wie das passiert, das spielt da eigentlich keine Rolle. Und das sind ja also diese Möglichkeiten, wie diese zivilgesellschaftlichen Kompensationsanbieter das nutzen, das ist ja völlig im Einklang mit den EU-Regulierungen dazu. Und das führt halt einfach dazu, dass weitere gesellschaftliche Akteure, ja, insgesamt dann nicht so viel, wie Hendrik ja gesagt hat, aber halt trotzdem irgendwie so einen Beitrag dazu leisten, eben diese Anreize für Unternehmen ein bisschen zu verstärken. Also das ist vollkommen legitim und willkommen. Wunderbar, dann wollen wir jetzt gerne mal hören, ob es schon Fragen gibt zu diesem durchaus komplexen Thema des Emissionshandels. Valentin, wie sieht es denn aus? Ja, es gibt eine Frage und zwar werden diese Zertifikate ja aktuell auch immer noch verschenkt zum Teil. Und wenn das noch eine ganze Weile so weitergehen soll, was gibt es denn sonst noch so für Probleme mit dem Emissionshandel? Also der wird ja auch kritisiert. Was sind da so Punkte, wo der kritisiert wird? Also er wurde unter anderem dafür sehr stark kritisiert, dass es eben kostenlose Zuteilung gab, sehr verstärkt immer noch welche gibt. Also der Grund dafür ist sozusagen, ja, das sind Bedenken der bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Wenn jetzt irgendwie ein Stahlverhüter in Europa irgendwie für die Tonne Stahl noch zusätzlich Geld bezahlen muss, um sozusagen Emissionsrechte einzukaufen, kann er natürlich mit der indischen Stahlindustrie noch weniger mithalten. Und da wurden eben dann so ja, exportabhängige, energieintensive Unternehmen identifiziert, die dann wiederum kostenlose Zuteilung bekommen haben. Das ökonomische Prinzip des Emissionshandels ist in der Theorie zumindest so, dass das überhaupt kein Problem ist, was die Minderungswirkung des Instruments angeht. Denn letzten Endes ist es egal, ob ich das Zertifikat nun geschenkt bekommen habe oder ich muss es erst kaufen. Ich werde trotzdem immer noch abwägen, was ist die günstigere Option. Wenn ich es zum Beispiel geschenkt bekomme und es ist vielleicht gerade der Einfachheit halber 100 Euro wert, aber die Vermeidungskosten von einer Tonne Emissionen sind eben 110 Euro bei mir im Betrieb. Dann werde ich das Zertifikat nutzen, sind sie aber niedriger, dann werde ich das Zertifikat verkaufen. Also sozusagen der Anreizmechanismus für dann die Investitionsentscheidung, ob ich jetzt diese Tonne vermeide oder nicht, ist trotzdem gegeben, unabhängig davon, ob ich das Zertifikat habe oder nicht. Was aber wirklich problematisch ist, dass wir natürlich solche Mitnahmeeffekte dann immer noch sehen bei Industrien, die einfach viel zu viele Zertifikate vielleicht bekommen haben, weil irgendein Benchmark nicht stimmt. Auch das ist wieder hochkomplex, wie die Unternehmen die Zertifikate dann zugeteilt bekommen. Und da entstehen dann natürlich Unternehmensgewinne, die irgendwie teilweise schwer zu rechtfertigen sind. Das sind allerdings Designfehler. Man muss im Hinterkopf halt behalten, dass dieses Emissionshandelssystem in der Form wirklich neu war, wie wir das hier in Europa gesehen haben. Das ist ganz normal, dass man Designfehler hat. Man kann es ja nicht von vornherein perfekt planen. Es geht dann darum, wirklich das Schritt für Schritt abzubauen. Das sehen wir auch, dass das passiert, dass diese kostenlosen Zuteilungen abschmelzen. Aber wirklich ganz wichtig ist, der Minderungsmechanismus, der Anreiz zur Minderung von Emissionen ist erhalten, unabhängig davon, ob jetzt da irgendwie Zertifikate kostenlos zugeteilt werden oder nicht. Gibt es denn noch weitere Fragen? Ja, wir haben noch eine weitere Frage.
Und zwar ist die Frage, was denn passiert, wenn Unternehmen mehr Emissionen haben, als sie laut ihren Zertifikaten haben dürfen? Also gibt es da funktionierende Sanktionsmechanismen und wie wird das überhaupt kontrolliert? Also, ich fange mal hinten an. Die Antwort auf die letzte Frage ahnt ihr vielleicht schon. Es ist hochkomplex, wie das kontrolliert wird. Also, das ist wirklich auch nochmal eine Wissenschaft für sich, wie dann dieses Monitoring und Verification stattfindet. Da sind auch wirklich sehr, sehr viele dann Drittanbieter, die sich darauf spezialisiert haben, involviert. Aber letzten Endes gibt es da einfach Monitoring-Konzepte. Es wird kontrolliert, dass die Firmen die einhalten. Man kann dann teilweise zum Beispiel den Input in die Produktionsprozesse das nachvollziehen, wie groß der Kohlenstoffgehalt ist, dann schaut man sich die Technologie an, wie viel wurde wohl emittiert. Da gibt es wirklich verschiedene Wege, alles hochkomplex. Der erste Teil der Frage, es gibt da einen Sanktionsmechanismus, man zahlt eine Strafe, wenn man ein Zertifikat nicht vorhalten kann. Soweit ich weiß, sind es 100 Euro pro Tonne im Moment. Die Zertifikatpreise liegen derzeit bei ja, knapp 70 Euro. Also das könnte man dann auch langsam mal wieder anheben. Aber zusätzlich zu diesen 100 Euro muss man dann auch trotzdem noch das Zertifikat kaufen. Also es ist auf jeden Fall immer besser, das Zertifikat zu haben. Okay, ich glaube, das hat die Frage sehr gut beantwortet. Jetzt haben wir also schon mal ein Beispiel noch mal gehabt, wie man dann so ein sehr komplexes System nutzen kann, auch als zivilgesellschaftlicher Akteur. Linus, du hast ja jetzt auch dich in ein Thema eingearbeitet, das durchaus komplex ist, denn du hast beschlossen, wir klagen. Wir klagen gegen das Klimaschutzgesetz. Da würde ich gern mal wissen, wie kommt man denn als Schüler auf die Idee, ich klage jetzt? Ja, also für mich hat das eigentlich 2019 angefangen, also Anfang 2019, als ich auch gerade praktisch losgelegt hatte, überhaupt mit dem Klimaaktivismus, und zwar stand ich damals mit einigen anderen Aktivisten von Fridays for Future vor der Kohlekommission und wir hatten halt wirklich nach einigen Wochen, die wir überhaupt gestreikt haben, sofort die Möglichkeit eben mit den SpitzenpolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen in Deutschland zu reden darüber, dass wir eben gefordert haben, einen Kohleausstieg bis 2030 umzusetzen, was der nötige Pfad ist, wenn wir tatsächlich auf einen 1,5 Grad Pfad kommen wollen. Als Deutschland. Und ich glaube, was wir da zum ersten Mal gemerkt haben, ist, dass wir begrüßt wurden und alle unglaublich froh waren, uns zu sehen und es unglaublich toll fanden, dass Kinder gestreikt haben, aber wir auf einer inhaltlichen Ebene überhaupt nicht ernst genommen wurden. Und das hat sich so ein bisschen als roter Faden dann auch durch das Jahr 2019 für mich gezogen. Und am Ende ist es kulminiert am 20. September 2019. Und das war eben der Tag, wo wir unseren großen Rekordstreik hatten. Wir waren mit 1,4 Millionen Menschen in ganz Deutschland auf der Straße. Wir waren über 100.000 allein in Berlin. Es waren unglaubliche Bilder und unglaubliche Zahlen. Aber es war auch derselbe Tag, an dem eben die Bundesregierung dieses besagte Klimaschutzgesetz beschlossen hat mit einem nationalen CO2-Preis, der absurd niedrig war, wo alle WissenschaftlerInnen und alle BeobachterInnen gesagt haben, also das ist halt total an der Realität vorbeigeschossen. Und allgemein mit einem Reduktionspfad von dem, was wir emittieren, wo klar war, die wollen überhaupt keine Ziele einhalten. Also die wollen nicht, also die haben keine ernsthafte Ambition, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Sondern die machen das so ein bisschen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es machen. Und wir haben uns eben total ignoriert gefühlt und wir haben halt gemerkt, es ist total gut und wichtig, dass Leute auf die Straße gehen, aber wir müssen ja irgendwie auch klar und hart gegen so ein absurdes Gesetz vorgehen, das so klar gegen auch meine Interessen, ich war damals 16, das so klar gegen meine Interessen verstößt. Und deswegen haben wir uns dann zusammengefunden mit einigen Klimaaktivistinnen und haben eben zusammen gesagt, ja, eigentlich müssen wir vorgehen. Wir waren auf der Straße, wir haben auch mit PolitikerInnen geredet, was ist denn noch eine andere Dimension, wie wir es schaffen, Wandel umzusetzen. Und das ist eben im Gerichtssaal. Also die ganzen großen Bewegungen im 20. Jahrhundert, die für zum Beispiel die Rechte von Frauen gekämpft haben, die haben alle auf der Straße protestiert, aber es gab auch immer wieder Klagen, die eben solche großen gesellschaftlichen Themen vorangetrieben haben. Und deswegen haben wir Menschen gefunden, die das schon mal gemacht haben, also konkret JuristInnen, die uns geholfen haben und NGOs, die auch ein Klagerecht haben und uns geholfen haben. Bei mir war das die Deutsche Umwelthilfe. Und mit denen zusammen haben wir dann praktisch, und mit vor allem eben die JuristInnen haben eben eine Klageschrift entworfen. Und wir haben, das heißt technisch Verfassungsbeschwerde, wir haben eine Verfassungsbeschwerde dann beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.
Okay, aber trotzdem musstest du, also ihr hattet zwar Hilfe von ExpertInnen, aber trotzdem musstest du dich ja auch ziemlich intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigen, um diese Klageschrift letztlich unterschreiben zu können, oder? Ja, also das ist ein System, das ist einem total neu. Ich gehe zur Schule, ich bin kein Jurist und es ist total spannend, deswegen auch zu sehen, wie komplex diese Systeme sind und auch eben, dass das Bundesverfassungsgericht nicht dafür gemacht wurde, dass Menschen die ganze Zeit eben oder als Einzelperson da klagen, sondern das ist halt tatsächlich so, dass man schon sehr viel Fachexpertise braucht für eine Verfassungsbeschwerde. Und die haben wir uns halt eben organisiert und wir haben eben Menschen gefunden, die uns helfen können. Aber es ist eben auch klar, dass das ein knallharter Mechanismus ist in unserer Demokratie. Und die beste Art und Weise in meinen Augen ist eben auch, um in einem Rechtsstaat konsequent für die eigenen Rechte zu kämpfen. Jetzt habt ihr ja Recht bekommen. Und was genau war denn in diesem Gerichtsbeschluss jetzt alles enthalten, was jetzt geändert werden muss an dem Klimaschutzgesetz? Genau, also zunächst mal hat das Gericht zwei Sachen festgestellt. Das wird oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil die anderen Sachen noch viel riesiger sind. Aber es gab zwei Feststellungen am Anfang. Und das ist A, die Klimakrise existiert und sie muss juristisch behandelt werden. Das war vorher nicht die praktisch die Realität von Verfassungsrecht in Deutschland. Und das ist eben klar, und das ist auch ein Statement gegenüber allen Leuten, die irgendwie zum Beispiel auf sozialen Medien schreiben, die Klimakrise gibt es gar nicht, weil juristisch gibt es sie. So. Dann B, ist es halt so, dass das Gericht auch festgehalten hat, Deutschland hat eine konkrete Verantwortung. Dieses Argument von, wir haben nur so und so viel Prozent der Emissionen, dafür sind wir verantwortlich, das zählt eben nicht, weil das eine globale Krise ist, die so viel Leid auslösen wird, dass eben auch Deutschland was machen muss, weil jedes Land was machen werden muss. Aber ganz konkret hat das Gericht eben gesagt, die Ambitionen, die die Bundesregierung hat, die müssen nachgeschärft werden. Also praktisch 2022. Bis 2022. Also praktisch, das ist immer so diese normale Abfolge. Und da muss eben jetzt schnell was passieren, damit wir unseren Produktionspfad so verändern, dass meine Generation das nicht alles ausbaden muss in 30 oder in 10 oder 20 Jahren, wenn wir merken, wir haben nicht genug gemacht und wir das dann alles machen müssen, sondern dass praktisch jetzt schon angefangen wird. Aber wie fühlt sich das denn jetzt für dich an? Ist das ein Erfolg? Weil letztlich bis 2022, bis zum Ende muss nachgebessert werden. Wenn das nicht passiert, dann müsstet ihr ja wieder klagen. Das dauert wieder. Also hast du jetzt das Gefühl, okay, hey, wir haben hier jetzt wirklich einen Erfolg errungen oder auch noch so ein bisschen vorsichtige Freude gerade? Ich glaube, vorsichtige Freude beschreibt es ganz gut, weil auf der einen Seite, es ist ein Erfolg, das Gesetz wird nachgebessert werden müssen. Und das hatten wir eben vorher nicht erreicht. Und man muss auch Erfolge feiern, wenn sie auftreten. Aber wir sehen eben auch, dass zwar die Ambitionen erhöht wurden jetzt durch die letzte Bundesregierung, durch die Große Koalition, dass aber tatsächlich die Maßnahmen, um das umzusetzen, sich auf keine Art und Weise verändert haben. Also wir haben praktisch gesagt, wir wollen noch mehr leisten, aber wir sagen überhaupt nicht, wie wir noch mehr leisten wollen. Und das ist natürlich so ein bisschen eine Diskrepanz. Und da merken wir wieder, dass das Versprechen und das, was tatsächlich am Ende getan wird, dass diese beiden Realitäten weiter auseinandergehen. Und das besorgt mich. Da würde ich auch gerne kurz Ansi mit reinnehmen. Wie hast du das denn erlebt? Jetzt bei Glasgow war ja durchaus auch von vielen Maßnahmen die Rede. Nicht nur von den Zielen, was wir machen wollen, sondern auch konkret, wie wir es umsetzen wollen. Hat sich da jetzt politisch allmählich was geändert, dass wir da konkreter werden? Naja, also ich war, wie viele andere, glaube ich, auch eher enttäuscht von den Ergebnissen von Glasgow. Immerhin wurde mal irgendwie anerkannt, dass Kohle ein Problem ist, dass fossile Energieträger ein Problem sind. Es sind aber viele Aspekte meiner Meinung nach offen geblieben und das liegt eben auch daran, das haben wir ja vorher auch schon gehört, dass man immer den kleinsten gemeinsamen Nenner auf solchen Konferenzen finden muss, sprich Saudi-Arabien. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass eben diese nationale Souveränität so stark gewahrt bleibt, auch in planetaren Fragen. Und ja, daher bin ich eher so ein bisschen ernüchtert von den Ergebnissen. Nationale Souveränität, haben wir ja jetzt auch gerade gehört, wird ja teilweise nicht mal ausgeschöpft, sondern auch selbst das passiert, muss man ja einklagen. Wie ist denn jetzt so dein Fazit daraus? Das ist ja schon ein sehr extremer Weg, den du eingeschlagen, oder extrem in dem Sinne in der Maßnahme. Wäre das jetzt etwas, was du den anderen da draußen, die vielleicht auch unzufrieden sind, mitgeben würdest? Hey, man kann klagen oder ist es doch sehr anstrengend und braucht sehr viel Expertise von Dritten? Also ich glaube ganz allgemein, wenn ihr ein Gesetz habt,
wo ihr wisst, das verstößt gegen meine Rechte. Und wenn ihr die Zeit und Motivation habt, Menschen zu organisieren, die euch helfen, für eure Rechte zu klagen, dann lohnt sich das immer. Ich glaube, in der Demokratie kann man jeder Person nur empfehlen, dass wenn ihr das Gefühl habt, eure Rechte werden verletzt, wie ich das Gefühl hatte, dann klagt für eure Rechte und sie werden verteidigt von Gerichten. Das ist einzigartig und das ist ein Privileg, das wir auch in Deutschland ausschöpfen müssen. Ich glaube aber nicht, dass das der einzige Weg ist, wie wir die Klimakrise bekämpfen. Was man vielleicht so ein bisschen als Lektion daraus lernen kann, was ich gemacht habe, ist, dass man auch in der Lage ist, Klimaaktivismus an Orten zu machen, wo man das überhaupt nicht erwartet. Also ich war auf der Straße ganz viel, aber man kann eben auch, indem man in Gerichte geht, auch indem man praktisch in Behörden geht, auch indem man in den direkten Kontakt mit PolitikerInnen tritt als Einzelperson oder einfach eigene Projekte aufbaut, so kann man es auch schaffen, Klimaaktivismus zu machen. Und man muss das nicht immer bei einer NGO oder einer Bewegung machen, man kann da auch kreativ vorgehen. Bruno, ihr seid ja da auch sehr kreativ vorgegangen und wart an ganz vielen unterschiedlichen Orten, um diese Unterschriften zu sammeln. Kannst du da auch vielleicht noch ein paar Tipps geben, wo man denn aktivistisch unterwegs sein kann? Ja, also da können andere aus meiner Initiative bestimmt besser noch sprechen. Typischer Platz ist der Marktplatz. da sind einfach viele Menschen unterwegs und auch sehr unterschiedliche Menschen. Ich glaube, vor Supermärkten würde ich es auch mal probieren, und zwar auch vom Discounter. Aber ich glaube, diese Frage stellen sich eigentlich alle Leute, die Menschen erreichen wollen. Und Menschen erreichen ist Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die sich lohnt. Ja. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Robert, ich würde dich gerne noch mit reinnehmen. Wir waren ja jetzt hier mit Linus Beispiel auf der deutschen Ebene. Gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit, auf europäischer Ebene zu klagen, beziehungsweise ist das schon geschehen? Das ist noch nicht geschehen, weil es die Möglichkeit im Prinzip noch nicht lange gibt. Inzwischen aber schon. Es gibt ja seit Anfang Juli ist es in Kraft, das europäische Klimagesetz. Das ist ein bisschen anders strukturiert als das deutsche. Ne? Es ist sehr viel simpler. Im Prinzip stehen da eben diese beiden Ziele drin, 55% Reduktion bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050. Aber das ist eben, das war das erste Mal, dass sich ein Land oder ein Kontinent zu sowas klar gesetzlich verpflichtet hat. Und das ist jetzt halt eine Basis, auf die man sich gerichtlich berufen kann. Und das ist im Prinzip ein ähnliches Rational wie Linus und seine Mitstreiter bei dem deutschen Klimagesetz vor dem Bundesverfassungsgericht gemacht haben. Also wenn jetzt irgendwie die nächste oder übernächste Kommissionspräsidentin sagt, ah ja, Klimapolitik ist jetzt nicht mehr so meine Priorität, dann machen wir nicht mehr so viel. Oder wenn die Mitgliedstaaten sagen, hier dieses Fit for 55-Paket, also diese Umsetzungsmaßnahmen, das finden wir nicht toll, machen wir alles nicht. Das geht nicht, weil dann kann man aufgrund dieses Klimagesetzes dagegen natürlich klagen. Also die haben da alle zugestimmt, das ist jetzt in Kraft und darauf kann man sich berufen. Also klar, wir werden mit den Mitgliedstaaten lange diskutieren, wie diese Umsetzungsinstrumente genau aussehen werden, aber da wird niemand sagen können, nee, das wollen wir alles nicht. Also für alle, die vielleicht, denen gerade sehr langweilig ist und die Lust haben, sich mal in diese ganzen Gesetze reinzugucken und zu gucken, welche PartnerInnen können mir denn da eventuell helfen für eine Klage, die Möglichkeit auf europäischer Ebene gibt es jetzt genauso. Jetzt würde ich mich interessieren, gibt es denn mittlerweile noch ein paar Fragen aus dem Chat, die sich speziell an Linus richten? Nein, bis jetzt nicht. Momentan noch nicht. Könnt ihr gerne nachstellen, dann würde ich gerne den nächsten Schritt gehen, nämlich zu dir, Robert. Wir haben ja jetzt viele Beispiele gehabt, wie man konkret aktiv werden kann. Du bist ja auch ein Stück weit hier für die politische Ebene und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gehört, die ist aber trotz allem einfach noch furchtbar langsam. Was ist denn momentan dein Gefühl? Sind da Unternehmen momentan weiter als die politische Ebene und reagieren schneller? Also was ich so aus meinen Kontakten mit der Wirtschaft, also der Industrie jetzt vor allem, die ja einen Großteil der Emissionen ausstößt, mitkriegt, ist, dass die teilweise schon recht weit sind. Ja, also das war vor ein paar Jahren noch ganz anders, ein ganz anderer Dialog. Da gibt es viele, die mittlerweile entweder
sich tatsächlich so getrieben fühlen von den Klimaschutzgesetzen, die vielleicht jetzt bald kommen und die da proaktiv für sich schon mal darauf vorbereiten wollen. Viele, die einfach mittlerweile erkannt haben, dass in so einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell einfach auch Profite liegen können in der Zukunft und Wettbewerbsvorteile, gerade wenn eben diese gesellschaftliche Transformation dann schneller weitergeht. Naja, oder vielleicht auch einfach Unternehmer, die schon immer gedacht haben, naja, eigentlich sollte man ja mehr fürs Klima tun, aber das irgendwie, das können wir mit unseren Aktionären nicht machen. Und jetzt haben sie so langsam die Argumente und den gesellschaftlichen Druck, um es doch umzusetzen. Also da ist schon wirklich ziemlich viel teilweise Bewegung und wenn nicht, dann oft wenigstens Bereitschaft und Planungen, wie man da was machen kann. Also klar, auch die Industrie muss noch mehr Emissionen reduzieren, haben ungefähr um 40% Emissionen reduziert seit 1990 über den europäischen Emissionshandel und wir sagen jetzt mit unserem 55% Ziel, es müssen im Prinzip noch mal so 20% Punkte mehr werden und das ist schon ganz schön ambitioniert, also das muss man auch mal sagen, das ist technologisch nicht so super einfach für die Industrie. Aber das scheint realisierbar zu sein. Jetzt gibt es ja häufig beim Klimawandel auch den Satz, naja, es wird technische Lösungen geben, wie wir zum Beispiel die Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder herausgeben. Jetzt könnte man da aber auch sagen, naja, das gibt es ja alles noch nicht momentan oder es gibt noch nicht so viele konkret umsetzbare Lösungen. Wir brauchen eine politische Lösung darauf. Was würdest du denn denjenigen sagen, die so wahnsinnig technikgläubig sind und hoffen, naja, irgendeine Technik wird es schon richten? Ja klar, brauchen wir Technologie, um dem zu begegnen und die Transformation voranzutreiben. Aber wir können natürlich nicht einfach darauf hoffen, dass irgendwann bis 2050 die dann auf einmal da ist und alle Probleme löst. Also gerade wenn es da so um diese Kohlenstoffabscheidung und Speicherung geht, das haben wir ja vorher bei Mark Ringel in so einer Grafik gesehen, in den Projektionen. Also das wir gehen auch in der Kommission davon aus, dass wir das nutzen müssen, diese Kohlenstoffspeichertechnologien, weil wir Emissionen nicht ganz komplett verhindern können. Aber hat man gesehen, das war ein ganz kleiner Anteil an dem gesamten Balken. Ne? Also das wird es alleine einfach nicht rausreißen. Aber es geht ja nicht nur um so Extremtechnologien, sondern einfach, klar, wir fördern ja auch Forschung und Innovation in Europa, in Deutschland. Auch Unternehmen stecken da viel Geld rein, einfach um kleine Innovationen in Energieeffizienz und sowas voranzubringen. Insofern ist Technologie natürlich immer ein Riesenhelfer. Linus hat ja vorhin angesprochen, dass man sich gerade bei Fridays for Future auch irgendwann gefühlt hat, naja, wir werden nicht so richtig ernst genommen, wir werden nicht so richtig gehört. Du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wie man sich auf europäischer Ebene einbringen kann, eventuell auch über Bürgerräte, aber gibt es denn aus deiner Sicht auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie jetzt gerade junge Leute besser Gehör finden können im Europäischen Parlament, im Europäischen Rat oder der Kommission? Also ich glaube, was Fridays for Future auf der Straße gemacht hat, das wurde schon ziemlich deutlich gehört in der Politik. Ich bin auch so, das ist so meine persönliche Meinung, die auch im Anfangspanel schon mal geäußert wurde. Also diesen Green Deal hätte es in der Form sonst vermutlich nicht gegeben. Und es ist gut möglich, dass es auch die 55% im europäischen Klimagesetz sonst nicht gegeben hätte. Das ist ja eine Verhandlungsdynamik und da gab es viele Mitgliedstaaten, die da lieber viel weniger gemacht hätten. Und wenn man da Druck von beiden Seiten hat, ist das manchmal ganz hilfreich. Das heißt, das ist schon mal, also das bringt was, ja. Und dann natürlich bringt es was dann über das Europäische Parlament, über die Abgeordneten Einfluss zu nehmen, sich an die Abgeordneten zu wenden. Das Europäische Parlament ist selber relativ jung, ja, also gerade zumindest in manchen Parteigruppen. Ja, man kann auch selber fürs Parlament kandidieren, also man kann auch diesen institutionellen demokratischen Weg einschlagen sozusagen. Oder man kann Klimapaktbotschafter für die Kommission werden, da haben wir heute ja vorher auch schon ein paar davon gehört. Das ist auch nochmal so eine Einflussmöglichkeit. Ganz viele Möglichkeiten also.
Jetzt haben wir die Politik, die an sich Gesetze macht, auch auf europäischer Ebene. Aber die Politik sollte ja eigentlich, wenn man so den demokratischen Prozess anguckt, auch noch mehr tun als nur Gesetze machen, denn zum Beispiel auch Konsens in der Gesellschaft herstellen, beziehungsweise zu schauen, dass die Gesellschaft nicht spaltet. Wie ist denn deine Einschätzung? Schafft sie das momentan beim Thema Klima? Ja, also wir in der Kommission legen wir da momentan einen sehr starken kommunikativen Schwerpunkt darauf, zu sagen, diese Transformation, die muss fair vonstatten gehen. Oder die kann überhaupt nur fair vonstatten gehen, weil sonst wird sie nicht passieren. Sonst werden wir nicht die Unterstützung der Bürgerinnen dafür haben. Und das heißt eben, dass wir negative Effekte, Kosteneffekte, die kurzfristig da sein werden, für sozial schwache Haushalte zum Beispiel, dass wir das irgendwie abfedern müssen. Das ist auch eigentlich kein Problem. Also das ist in der Summe im Vergleich zu dem, was wir insgesamt an Investitionen für erneuerbare Energien oder so brauchen, das können wir uns in Europa einfach leisten. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und da, also das finden wir schon wichtig, dass man eben diese Leute und diese Teile der Gesellschaft, die halt sonst wirklich schwierig hätten, das zu unterstützen, dass man die da mitnimmt oder ihnen hilft, von selber mitzukommen. Aber andererseits, was ich in der öffentlichen Debatte in Deutschland so in den letzten Monaten beobachtet habe, so um den Bundestagswahlkampf rum, ist schon, dass die Politik manchmal so diesen Diskursen zu wenig entgegentritt, zu sagen, dass immer gesagt wird, naja, das kostet ja alles unglaublich viel. Also erneuerbaren Ausbau, dann Benzin wird teurer, Gaspreise und so. Also abgesehen davon, dass niemand vernünftig erklärt, dass diese Preissteigerung ja das Ziel hat, eine Verhaltensänderung zu bewirken, da sollte eben ja meiner Meinung nach auch in Deutschland von der Politik ein bisschen mehr darauf Schwerpunkt gelegt werden, eben von diesem Kostenfokus wegzukommen und zu erklären, warum wir das machen und wie wir das machen wollen. Und da sehe ich manchmal so ein bisschen so eine, naja, ich sage vorsichtig ausgedrückt, Zurückhaltung, sich mal ehrlich vor die Bürger zu stellen und zu sagen, naja, das werden schon alles sehr große Veränderungen sein und es wird am Anfang vielleicht auch teurer, aber das wird uns später viel höhere Kosten ersparen und wir haben ein paar Ideen, wie wir das sozialverträglich umsetzen können. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ein Aufruf, ein ganz klarer für PolitikerInnen, diese Haltung auch zu zeigen und auch an MedienvertreterInnen, AktivistInnen, das noch viel stärker zu erklären, warum manche Kosten eben auch wichtig sind, damit es einen Wandel gibt. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne noch mal die Fragen mit reinnehmen, falls noch mal weitere Fragen kamen, Valentin. Ja, eine Frage haben wir, und zwar möchte jemand wissen, wie man denn an diesen Job kommt. Also wie sind Sie, wie bist du dazu gekommen? An meinen Job? Ja. Ja, also man muss, also grundsätzlich mal eines dieser Auswahlverfahren für die europäischen Institutionen bestehen. Das sind so mehrstufige Bewerbungsverfahren im Prinzip. Gibt es, glaube ich, so alle 1 bis 2 Jahre für sozusagen Generalisten. Und dann gibt es da so quasi, wenn man das geschafft hat, so einen internen Jobmarkt. Ja. Was haben Sie denn studiert? Das wäre vielleicht da auch noch relevant. Ich habe VWL und Politikwissenschaft studiert. Aber das ist eigentlich jetzt, ja, es gibt schon viele Volkswirte und Politikwissenschaftler in der Kommission, aber im Prinzip kann man alle studiert haben, ja. Das ist nicht so das Selektionskriterium. Und abseits dessen braucht man wahrscheinlich auch gute Sprachkenntnisse, da ja alles eigentlich auf Englisch stattfindet. Ja, man muss in mindestens 2 Unionssprachen fließend arbeiten können. Es hilft dann, die Kommission hat ja Deutsch, Französisch und Englisch als Arbeitssprachen, aber ganz richtig, Englisch ist in der Hauptsache. Aber dadurch ist es für deutsche Bewerber natürlich schon mal recht leicht, so eine formale Voraussetzung zu erfüllen. Okay, haben wir denn noch weitere Fragen? Nein, aktuell nicht. Momentan nicht. Dann würde ich gerne mal in eine Stimmungsabfrage gehen, so zum Ende. Ich versuche es jetzt mal bewusst überspitzt negativ zu formulieren, in der Hoffnung, dass hier noch einiges an positiven Ideen rauskommt. Nämlich,
macht es sich überhaupt noch Sinn, etwas zu tun? Das kostet ja unfassbar viel Kraft, immer für den Klimawandel einzustehen, zu kämpfen, zu klagen, neue Initiativen zu gründen. Seid ihr nicht allmählich müde, Linus? Nein, also für mich ist es relativ klar, das kann man mit einem Nein beantworten, weil einfach die Krise so groß ist und weil wir alle so viel zu tun haben und es auch so viele Möglichkeiten gibt, tatsächlich ganz simpel die Klimakrise zu bekämpfen. Das ist für mich klar, dass ich das auch noch weitermachen werde. Und es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, das geht nicht schnell genug und wir schaffen das nicht ordentlich. Aber wir haben eben A, keine Wahl. Also wir können nicht einfach aufgeben und gerade in der Krise holt man halt das beste Ergebnis raus, das es gibt. Und B, müssen wir uns auch schon mal bewusst sein, das ist gerade schon so schnell, wie es in unserem politischen System irgendwie nur geht. Das heißt, wir drücken schon gerade ordentlich auf die Tube. Und ich glaube, wenn wir das alle nochmal ordentlich weitermachen, dann werden wir in 10, 20 Jahren merken, dass wir wirklich viel geschafft haben. Und diese Hoffnung, die motiviert mich auf jeden Fall dann noch weiterzumachen auch. Hendrik, wie müde bist du denn momentan? Oh, wir hören dich gerade zumindest hier im Studio nicht. Vielleicht bist du gerade noch gemutet. Ah ja, entschuldigt. Ja, ich kann da Linus nur zustimmen. Also müde werden ist auf jeden Fall das, was wir keinesfalls, also wir sollten keinesfalls müde werden, denn es gibt einfach noch viel zu viel zu tun. Aber ich stimme dem schon zu, man merkt, dass es vorangeht. Ich kann das eben jetzt ein bisschen von Unternehmensseite her auch sagen, weil wir immer mehr und mehr Unternehmen haben, die sich eben dann für so eine qualitativ hochwertigen Ausgleich ihrer Emissionen interessieren und eben auch die Zahlungsbereitschaft mitbringen, weil sie eben auch einfach ihren sozusagen den Marketingvorteil wertschätzen. Es gibt Unternehmen, die wissen ganz genau, was sie haben wollen, die sich dann wirklich sozusagen einfach nur mit einer guten Kompensationsmethode abgeben. Also es gibt einfach viele Gründe, warum sie sowas machen und das dringt immer mehr und mehr durch. Es erreicht immer mehr und mehr Teile der Gesellschaft, eben nicht nur den Unternehmen. Insofern sind wir da auch auf dem richtigen Weg. Aber ja, wir müssen halt dranbleiben und noch mehr reden, noch mehr erklären, noch mehr Informationen bereitstellen und Überzeugungsarbeit leisten. Und dann ja, wird es schon zu schaffen sein. Ganz wichtig ist aber eben, es ist ja kein binäres Ergebnis, was wir erzielen. Also es ist ja ein fließender Bereich. Und das heißt, jede extra Tonne ist was wert. Also es ist nicht so, wir schaffen 1,5 Grad oder nicht und dann ist es auch egal. Insofern ist es auch, wenn der Kampf aussichtslos scheint, trotzdem wichtig weiterzugehen. Ann-Sophie, kannst du diese euphorische Stimmung, die in den zwei Beiträgen gerade rüberkam, teilen? Ja, ich muss sagen, ich bin schon manchmal müde. Also gerade auch tatsächlich, weil wir uns vielleicht wirklich als Berichterstattende auch oft mit den negativen Sachen auseinandersetzen. Das stimmt tatsächlich. Und man hat das Gefühl, es geht gar nicht voran. Trotzdem glaube ich definitiv, dass wir weitermachen müssen und auch sollen. Und es gibt diese Erfolge. Gibt diese Erfolge. Und ich glaube auch einfach, dass wir keine andere Wahl haben. Ich meine, selbst wenn es dann keine 1,5 oder 2 Grad werden, dann werden es halt 2,5. Das ist immer noch besser als 3 oder 4 Grad. Und daher, genau, kämpfen wir immer für etwas. Und ich habe auch das Gefühl, auf so einer psychisch-emotionalen Ebene ist es immer besser, etwas zu tun, als nichts zu tun und einfach nur tatenlos zuzuschauen. Und von daher würde ich sagen, es ist definitiv, wir sollten definitiv was tun. Bruno, du bist wahrscheinlich gerade noch nicht müde. Du wartest ja noch ganz gespannt auf die Aussage, ob dann die im Dezember fallen soll, ob die Initiative auch wirklich Erfolg hatte oder nicht. Das heißt, ich vermute mal, du bist noch nicht allzu müde, weil es bei euch ja jetzt hoffentlich erst losgeht. Das einerseits. Andererseits stellt sich die Frage für viele Menschen, die aktiv sind, ja gar nicht. Was auch schlecht sein kann. Aber es ist ja einfach so, wir wissen, wenn wir jetzt nicht handeln für 1,5 Grad, dann töten wir wissentlich Tausende von Menschen. Das ist etwas, was eigentlich ganz viel mit ihrem Gewissen gar nicht vereinbaren können. Und deswegen fragt man sich diese Frage gar nicht. Und das ist auch, was einen motiviert, leider, dieses Wissen im Hintergrund. Ich will trotzdem mit etwas Positiverem enden, weil wir haben es jetzt geschafft, die verschiedenen Ansätze, also einige der Ansätze vorzustellen, wie man damit umgehen kann. Und ich habe eigentlich die Hoffnung und die Überzeugung, dass wenn man das alles zusammennimmt, wenn man sieht, okay, wenn wir hier unsere Rechte, auch Beteiligungsrechte einklagen, die kommenden Generationen, die gar nicht gefragt werden,
ob wir ihr Leben zerstören dürfen. Ja, komisch. Wenn wir das machen, wenn wir andererseits wissen, dass Teilen der Bevölkerung gar nicht so einfach fällt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, an diese sozialen Sachen arbeiten, an den technischen Sachen arbeiten, an den wirtschaftlichen Anreizen arbeiten, wenn wir da alle diese Dinge verzahnen, da habe ich einfach die Hoffnung und die Überzeugung, dass wir das schaffen können. Und deswegen ist auch Hoffnung und Motivation, nicht nur dieses Negative. Hoffnung und Motivation. Robert, bist du auch voller Hoffnung und Motivation oder doch schon eher müde? Also so euphorisch, wie du vorher gemeint hast, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch, erstens mal genau aus den Gründen, die wir jetzt da heute Nachmittag besprochen haben, würde ich sagen, es sieht jetzt so seit den letzten paar Jahren schon signifikant besser aus als vorher. Und gerade jetzt ist es wert, da noch weiter Energie reinzustecken, um sicherzustellen, dass wir einfach auch mit diesen ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, schnell genug sind, die umzusetzen. Das ist ja so bis 2030 jetzt der Punkt. Und zweitens, haben auch schon zwei meiner Vorrednerinnen gesagt, da möchte ich auch wirklich nochmal sagen, kann sein, vielleicht schaffen wir ja 1,5 Grad tatsächlich nicht. Okay, und das ist schon nicht gut, aber es lohnt sich dann trotzdem dafür hinzuarbeiten, dass wir vielleicht, keine Ahnung, 1,8 Grad, also ich werfe es einfach mal als Zahl rein, schaffen. Ja, das ist eben immer noch deutlich besser. Klar, es gibt Kipppunkte, wir wissen nicht genau, wo die liegen, aber ich glaube, es ist immer noch besser, als nichts zu tun. Wir können da trotzdem einiges erreichen und uns vielleicht auch ein bisschen dann eben die Energie drauflegen, bei dem, was wir nicht mehr verhindern können, wie können wir uns und andere ärmere Länder in der Welt da helfen, sich dann daran anzupassen. Wir haben ja heute auch wahnsinnig viele Möglichkeiten gehört, wie man aktiv werden kann. Wir hoffen, dass ihr da ganz, ganz viel draus mitgenommen habt und das in euren Alltag auch toll einbauen könnt. Valentin, wir haben jetzt noch zwei Fragen zum Ende hin vorbereitet, die du jetzt anmoderieren darfst. Ja, genau. Und zwar würden wir euch jetzt bitten, noch einmal hier bei Slido auf die Polls zu klicken. Unsere erste Frage, mit der möchten wir jetzt das Ganze noch mal ein bisschen zusammenfassen. Unsere Veranstaltung stand ja unter dem Motto We make change happen. Glaubst du, das gelingt? Glaubt ihr an diesen Satz? Glaubst du, das gelingt? Gute Frage. Also ich habe mich im Vorfeld auch viel mit verschiedenen wissenschaftlichen Studien auseinandergesetzt, gerade mit diesen ganzen Dokumenten, die Robert vorhin genannt hat, von verschiedenen politischen Ebenen. Und ja, ich habe das Gefühl, der Wandel ist da. Die Politik braucht immer unfassbar lange, wenn man das beobachtet. Aber in politischen Maßstäben geht es ja doch besser als gedacht. Und ich habe das Gefühl, ja, ich bin da jetzt mal positiv naiv. Ja, wir schaffen das tatsächlich. Vor allem, wir haben ja vorhin auch gehört, ihr alle habt die ganze Zeit über ganz, ganz viele Veranstaltungen und Dinge, die ihr am Laptop machen müsst, vor digitalen Bildschirmen. Und trotzdem sind so viele von denen, die sich angemeldet haben, den ganzen Tag über dabei geblieben, obwohl es anstrengend ist, sowas digital mitzumachen, und wollten diese Veranstaltung begleiten. Also es gibt so viele Menschen, die was machen wollen. Ihr habt euch ja auch heute untereinander kennengelernt. Und ich glaube, mit Leuten wie euch kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja, und auch unsere Zuschauerinnen sind positiv naiv. Also wir haben tatsächlich über 70% der Befragten sagen, das schaffen wir auf jeden Fall. We make change happen. Das ist doch zum Ende unserer Veranstaltung hier wirklich mal eine sehr, sehr schöne Einschätzung. Wir haben noch eine zweite Frage vorbereitet. Ja, und zwar jetzt habt ihr freie Antwortmöglichkeit. Wir möchten nämlich eine Word Cloud erstellen. Das heißt, ihr gebt ein einzelnes Wort ein, nämlich was ihr aus der heutigen Veranstaltung mitnehmt. Inspiration, Spaß, Ideen vielleicht, wer weiß. Gebt ein Wort ein und wir sehen dann, die Wörter, die besonders häufig eingegeben werden, werden immer größer und dann bekommen wir so eine schöne Wortwolke, so eine Word Cloud, wo wir dann so einen Eindruck bekommen, was für einen Eindruck ihr hattet. Da wäre es natürlich toll. Inspiration war ja in unserer Wortwolke heute Morgen sehr viel dabei und Spaß. Ich hoffe, auch digital konntet ihr trotz allem natürlich Spaß haben an dem, was wir hier veranstalten. Ja, was würdest du denn reinschreiben, wenn du gerade tippen könntest? Gute Frage. Ich glaube Vernetzung oder sowas, weil ich war ja schon häufiger auf solchen Events. Wir machen das mit dem Jugendbeirat ja doch durchaus gelegentlich
Und so ein eher internationales Event wie jetzt das hier gab es tatsächlich noch nicht so. Also ich finde es sehr spannend, dass wir auch Leute da hatten, die jetzt auch wirklich aus anderen Ländern kamen, zum Teil noch nicht mal Deutsch konnten. Also das war das, was das jetzt besonders gemacht hat für mich. Das fand ich auch sehr spannend. Und was steht jetzt in unserer Wortwolke alles drin an Worten? Wir haben Motivation besonders groß, Hoffnung, aber auch Positivity, Informationen, Mut, Kraft. Das sind wirklich Worte. Solche Wörter, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also genau das wollten wir ja auch heute mit all dem erreichen. Und es freut mich, dass diese Worte von euch jetzt genannt werden. Und mit diesem Punkt bin ich jetzt auch schon an dem schönen Ende der Veranstaltung, an den ich all denjenigen danken darf, die heute beteiligt waren, damit das hier entstehen könnte. Wir bedanken uns da natürlich in allererster Linie bei euch allen, die, obwohl jetzt hier die Veranstaltung in Präsenz ja abgesagt werden musste, trotzdem dabei war, die diese Veranstaltung heute mit Leben gefüllt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Wir bedanken uns außerdem bei dem Team von Europe Direct Stuttgart und der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit für diese tolle Zusammenarbeit hier. Und natürlich allen Programmbeitragenden, ein paar sehen wir ja hier noch auf der Bühne, und allen, die im Vorfeld schon mit dabei waren, für eure Diskussionsbeiträge, für die Kunstaktionen, für die Keynotes, für den Input. Ich hoffe, ich vergesse da jetzt nichts. Ihr seid natürlich alle mitgemeint. Herzlichen Dank dafür. Valentin, dir auch nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du so spontan eingesprungen bist und hier die Verknüpfung von der Online-Welt auf das Podium hier im Analogen gemacht hast. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Und nicht zu vergessen auch unser tolles Technikteam, das Team von Mute, das uns bei diesen ganzen technischen Fragen, wie wir das heute umsetzen können, immer beiseite standen. Und hier im Hintergrund, ihr seht sie ja nicht hinter den Kameras, auch sehr, sehr aktiv immer dabei waren. Herzlichen Dank für all diejenigen, die das hier möglich gemacht haben. Und damit ihr auch zukünftig nichts verpasst rund um das Thema Nachhaltigkeit und Entwicklung auf Baden-Württemberg und auch darüber hinaus, abonniert gerne den Newsletter. Die Links müssten jetzt gerade eingeblendet sein oder eben auch den Instagram-Account. Es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir haben heute viel geredet, gehört und auch gelernt. Und wir wünschen euch, dass ihr, obwohl es jetzt leider nicht so stattfinden konnte, wie ursprünglich geplant, trotzdem die Möglichkeit hattet, neue Kontakte zu knüpfen, Ideen zu entwickeln und die jetzt hoffentlich in Zukunft auch noch weiterentwickeln könnt mit diesen Kontakten. Deswegen tut es mir jetzt fast schon ein bisschen leid, dass wir den Climate Co-Action Summit jetzt hier beenden müssen. Andererseits liegt es jetzt an euch. Ihr habt jetzt die Aufgabe, anzufangen, weiterzumachen, weil jetzt seid ihr dran. Ganz genau. Diesen Spirit von heute nehmt ihr jetzt mit, denn nicht nur we make change happen, you make it happen. Und damit danke, dass ihr dabei wart, und schönen Abend euch. Tschüss.